るせるたの伝説ゲームボーイでやっぱりゼロ。この度リンクが着いたのはどこかの海の変な島。こいつは夢か幻か、島から全然出られない。どうしよう。ゼラゲームボーイでどこでもゼラ、ゼルダの伝説夢を見る島。Let's go! Und ich hoffe, man kann uns hören. Hallo, hallo? Dich kann man auf jeden Fall schon mal gut hören. Und dich? Mich auch. Legende der Clip. Yeah! Wie geht's euch? Da draußen. Ihr Abenteurer. Wir sind's. Ich hoffe, ihr seid auch zahlreich am Erscheinen dran. Ich glaube, das wird schon, Dennis. Ich glaube, das wird schon heute. Denn unsere Abenteuer... Live-Schaltungen sind doch immer ein Renner. Ja, die sind vor allen Dingen viel spannender als irgendwelche sportlichen Dinge, die heute passieren sollen angeblich. Weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht mit aus. Kenne ich nicht, mache ich auch nicht. Kenne ich auch nicht. Ja, geil. Also heute auf jeden Fall der Beginn einer Abenteuerreise. Ihr seht also schon, einiges ist ein bisschen anders. Intro ist ein bisschen anders. Legendärer Clip vorneweg ist ein bisschen anders. Unser Hintergrund hier ist anders. Ne? Und wir sind aber dieselben. Heute ist Zelda mal wieder angesagt. Und zwar gibt's heute das hier. Zeldas Link's Awakening. Beziehungsweise Legend of Zelda Link's Awakening. So. Und zwar, welche Version wird da gezockt? Wir zocken heute also auf dem Game Boy Color. Also auf dem Mister eigentlich. Aber das Game Boy Color ROM. Mit einem Redux-Hack. Quality of Life Improvement Hack. Keine Ahnung, was der macht. Fragt mich nicht. Der macht Dinge besser. Aber gut, dass du nicht auf dem Game Boy Color zockst. Das wäre für uns alle ziemlich langweilig. Ja, wäre aber auch mal geil. Das wär, ne? So, wir zocken das heute auf dem Game Boy Color. Und weil ihr immer sagt, wir sollen mal auf Original-Hardware spielen, sitzt ihr einfach, gucken wir einfach den Dennis beim Zocken zu. So ist so. Es. Was steht auf der Tasse? Da werden schon die ersten inhaltlichen Fragen gestellt, ob wir auch alle Tauschgeschäfte-Quests machen und so. Es gibt ja so eine Reihentausch-Quest. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast das Spiel, glaube ich, nie durchgezockt, ne? Ich habe das immer nur mal so die ersten, keine Ahnung, 30 Minuten oder so habe ich das mal gezockt. Da wirst du ja heute eine echte Bildungslücke schließen. Also ja, zumindest was steht auf der Tasse, habe ich gefragt. Ach so, auf meiner Tasse steht, ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. So. Hä? So, und pass auf, wir wollen ja Gas geben. Deswegen gehe ich schon mal in den Gameplay-Screen. Wir gucken uns schon mal. Hammer. Gucken uns schon mal die geile Intro-Sequenz an. Finde ich echt cool für einen Game Boy Color sowas. Mucke kann aber ein bisschen lauter auf jeden Fall. Man hört fast nichts. Würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob das hier gerade so repräsentativ ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe mal ein bisschen lauter gedreht. Ja, ich glaube, so geht's. Müsst ihr mal was zu sagen. Und ich sage, während wir uns das Intro anschauen, was ja auch eigentlich perfekt auf unserem Thumbnail repräsentiert ist heute. So ist es. Matzelda weckt mich auf. Ganz, ganz geil. Würde ich sagen, während hier der epische Titelscreen auf jeden Fall erscheint, würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen was zum Spielen überhaupt sagen, wie wir die Sache hier angehen. Freunde. Denn wir wollen ja diese Reise hier gemeinsam komplett erleben. Das heißt, wir werden das Spiel hier durchzocken. Das schaffen wir aber nicht heute Abend. Das ist mal klar. Und deswegen haben wir uns... Ja, wird leider ein bisschen eng. Zelt, der passt leider auch nicht. Scheiße. Oh. Der hätte aber ein bisschen großzügiger sein können. Ne? Passt ja gar nichts. Linky. Dingsbums, ne? Also damit wir das Spiel auch durchzocken, haben wir uns einfach ein paar Tage unseres Urlaubs freigehauen und wir werden uns also auf jeden Fall morgen um 19 Uhr hier wiedersehen mit dem zweiten Teil der Reise und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es einen dritten Teil der Reise dann übermorgen noch geben wird, wiederum um 19 Uhr. Also falls ihr jetzt irgendwie einen Teil verpasst oder sowas, könnt ihr das natürlich immer direkt dann nachschauen und während Dennis jetzt hier quasi gerade erstmal so ein bisschen den Beach erreichen soll, um... Schade, dass es auf Englisch ist.
Ja, das kommt leider mit dem Patch, den gibt's nicht für die deutsche Version. Das wird, aber, ja, das wird aber viele nostalgisch richtig hart abfacken, glaube ich. Hm. So ist es halt, Leute. Da müsst ihr, könnt ihr damit leben? Noch wäre es ja ein leichtes, das zu ändern. Hast du nicht die, können wir nicht die deutsche Game Boy Color Version spielen? Ja. Das ist auch so eine, das ist schon wichtig, glaube ich. Ja, dann ist es aber ohne die ganzen Dinge, ja, ist, ne? Dann so. Dann ist es halt noch originaler. Aber du siehst es doch ähnlich, oder? Nee. Nee? Du sammelst doch auch die ganzen NOE und FRG Games. Nee, das muss schon auf Deutsch sein. Das ist, dann ist das halt ohne Hack. Gucken wir das Intro halt nochmal. Der Commander Dennis zieht die Augenbrauen hoch. Hat richtig keinen Bock. Schaffen wir schon. Das muss schon auf Deutsch sein. Sonst ist der Kondomwitz doch gar nicht so geil. Den gibt's hier, glaube ich, jetzt nicht, ne? Den müsste es doch geben. Egal. Nee, ist doch rausgepatcht in der DX-Version. Ah, das kann sein. Egal. Also, ich komme mal auf den Punkt. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe ja hier den Spieleberater, beziehungsweise ich habe den bekommen von Dennis, dem, Gott, ich kann nicht reden, fängt ja gut an. du hast ja also den Spieleberater ertauscht, wenn ich das richtig verstanden habe, beim guten Stefan von RetroGameCollectorHeaven.de und mir den aber schicken lassen, damit wir hier den Stream mit dem Guide machen können. Das machen wir ja bei den Zelda-Streams so ein bisschen traditionellerweise, ne? Dass wir also uns am Spieleberater entlang hangeln. So, mein Gott, nochmal. Und ich glaube, der Stefan guckt auch zu. Zumindest hat er das vorgehabt. Damit ist jetzt auch auf jeden Fall klar, wie wir hier die Sache angehen. Wir werden das Spiel dem Berater nachzocken. Ja, also ich werde das immer mal wieder ein bisschen hier zum Besten geben. Und du wirst dann so ungefähr dich daran halten, an die Reihenfolge der Dinge, die hier passieren. Und ich glaube, da wird dann auch relativ wenig ausgelassen, meine Freunde. Bist du damit einverstanden? Ja, Sigi. Gut. Das Möwendorf. Jetzt gehst du natürlich erstmal... gleich. Ja, so grob weiß ich, wo ich hin muss, aber es kann sein, dass ich hier gerade. Also, der. Schon voll verkacke. Ich gehe schon voll falsch. Ich sag dir schon mal, der Strand wäre schon Kapitel 2. Aha. Wollen wir erstmal Kapitel 1 machen? Also, der Spieleberater hat 18 Kapitel und wir haben gedacht, wir machen mal, gucken mal, ob wir vielleicht so die ersten 6, 7, 8 Kapitel heute schaffen. Soll ich mal sagen, was du da so machen sollst? Ja, ich muss doch das Schwert holen, oder nicht? Ja, gleich erst. Nee, komm, hol ich jetzt zuerst. Machst du zuerst. Dann fängst du mit Kapitel 2 halt an. Also das Schwert. Das Schwert und die Eule. Endlich hat Link sein Schwert wiedergefunden. Linky, bitte. Doch, Linky. Doch, noch bevor er es greifen kann, erscheint eine Eule, die zu ihm spricht. Oh yes. Was ist jetzt mit der Lautstärke? Ist das jetzt angenehm so? Was sagt die Crowd? Bitte einigen. Bitte einen Sprecher erwählen und dann mit dem euer Feedback an den und der darf dann sagen, ob lauter oder leiser. Also ich finde das erstmal super so. Tendenziell glaube ich. Kannst du dich separat so ein bisschen lauter machen? Ja, das geht. Dann mach dich mal so ein Müh lauter. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Ansonsten ist, glaube ich, alles erstmal schniff, schnaff, schnoff. So, Linky! Linky Boy hat Klingenkräfte. So unverhofft, wie die Eule auftauchte, verschwand sie auch wieder. Zurück bleibt ein verwunderter Linky, gefangen auf einer seltsamen Insel. Doch nun ist er nicht mehr allein. Er hat nämlich sein Schwert wieder. Genau. Und sofort probiert er die Kampftechniken aus. Ne? Wie man sieht. Ja, ja. Ah, das geht ja auch. Guck mal. Ja, man kann sie einfach wegsnacken. So, was jetzt? Jetzt machen wir eins. Komm, Kapitel 1. Kapitel 1 im Möwendorf. Da geht's jetzt erstmal ins Möwendorf. Im Möwendorf drinne. Ja. Ich will zurück. Boah, wie ich einfach als Kind mit dem Schwert jedes Grasbüschel zerfräst hab. Ja, normal. Das wirst du auch machen, ne? Na, heute vielleicht nicht, weil wir wollen ja vorankommen. Aber vielleicht, ist eigentlich vielleicht Standard. Doch. Weiß man nicht. Und geil ist auch, wenn man das Schwert so gedrückt hält und dann so einen Kreisel macht. Ja. Und dann kann man richtig Rasen mähen, Alter. Also, hier im Möwendorf ist eigentlich erstmal nur so ein bisschen, steht hier so ein bisschen, was eigentlich so passiert, der Anfang. Und in der Bücherei steht, der Held steht in einem großen Saal. Die Bücherei ist übrigens ganz
ganz links unten. Quasi unter diesem Dings, wo man so runterfallen kann, weißt du? Hier. Oder was? Nee. Da nicht. Da nicht. Nein. Da nicht. Links davon. Das ist doch. Hä? Wie links davon? Ja, links, das andere links. Da sind Bäume. So. Ja, da musst du außen rum. Oben rum. Außen, ach so. Das gehört noch zum Dorf. Ja, das gehört noch zum Dorf. Okay, genau. So, was jetzt? Das ist also die Bücherei. Der Held steht in einem großen Saal, auf dem auf 8 Tischen je ein dickes Buch ruht. Nach und nach schaut sich Link ein Buch nach dem anderen an. Manche Buchtitel klingen für ihn fremd und verwirrend. Dennoch liest er sich alle Bücher aufmerksam durch. Das macht er. Oh, nee. Ein Buch berichtet von den Vorzügen der Teleporter, die ein weiteres unterrichtet über die Benutzung von Bomben. Des Weiteren findet Link ein Buch über die dunklen Geheimnisse von Kokolint, erfährt etwas über die Wirbelklinge, den Schild und das Zeichnen von Karten. Also automatische, was? Knarren zeichnen. Okay, das Buch lesen, ja komm, hau rein. Drücke Select, Karte der Insel zu sehen. Automatisch für dich zeichnet. Wow, Automap. Geil. Also sorry, es war vielleicht doch ein bisschen überflüssig, das Kapitel 1. Aber wenn das hier so weitergeht, sind wir heute Abend noch durch. Auf jeden Fall kommt dann Kapitel 2 gleich. Und das hast du ja schon. Mit Klinge holen und so. Und dann käme dann Kapitel 3, der Zauberwald. Da wirst du dann auf jeden Fall... Genau. In Zauberwald gehen. Das Geheimnis des Waschbärs. Wurmschlüssel und so. Das kommt da dran. Nice. Also der erste Palast ist nämlich der Wurmpalast. Ach komm. Soll es gewesen sein mit dem Buchlesen. Wo ist das hier? Wo muss ich hin? Zum Wald. Wenn du dich fragst, wo der Wald ist. Links oben oder was? Näher. Zauberwald. Doch, links Zauberwald. Oben. Zauberwald. Genau. Hier, Eulenschorsch kommt wieder. Da musst du dann erstmal relativ Richtung Norden dich so ein bisschen nördlich halten und da gibt's dann den Wurmschlüssel. Den brauchst du natürlich zuerst. Ich kann dir aber auch noch ein paar interessante Sachen über diesen Wald verraten. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Dem Rat der Eule folgend hat sich Link gen Norden begeben. Nach kurzer Suche begegnet er einem seltsamen Wesen, einem sprechenden Waschbär. Waschbär, das ist doch hier so ein... Ist das wieder so ein Rätsel hier mit links, rechts, oben, unten und so? Ist das wieder die Kacke? Hier im Zauberwald? Ja. Achso, nee, erstmal nicht. Hier, ich hab ein Ahorn, hab ich. Cool. Ein Götter-Ahorn. Nö? Nö, ein Götter-Ahorn. Hier, soll ich da rein? Soll ich da nein? Ja, kannst du nein. Du kannst überall nein. Ob es das denn so bringt, zu sehen. Ein bisschen, ich will ja auch nicht alles verraten, denn es wird sich gleich verlaufen. Steht nee, hier. Weil wir wollen noch bis nächste Woche Mittwoch zocken. Wie du einfach den ganzen Rasen mähst. Sehr schön. Sie. Also du müsstest hier theoretisch nach links eher so. Aber da wirst du nicht vorankommen, deswegen wirst du wieder den Weg zurückgehen müssen, um zum Wurmschlüssel zu kommen. Also quasi, du kannst hier schon mal links gucken, aber da ist nur ein Loch. Och. Ne war. Und ein Loch ist halt irgendwie leider noch zu lochig. Also, wieso? Nee. Nee? Nee. Also generell musst du erstmal relativ weit nach links. Ja, aber links geht doch nicht, du ja, Hennes. Musst jetzt, ja, denn erst nach unten, dann weiter nach links, dann wieder nach oben. Du bist schon zu weit rechts gelaufen. Weil du mir nicht zugehört hast. Ich hab gesagt, geh hoch und nicht geh rechts, so weit rechts, wie du kannst. Der ist so langweilig.
Du kannst es natürlich. Oh, nö! Da ist er doch. Der Waschbär-Freund. Ja, du wirst dich verlaufen. Hehehe. Schnell wird Link klar, dass das Tier recht hatte. Was auch immer Link macht, es landet immer an der gleichen Stelle. Was hatte der Waschbär von Staub erzählt? Ist das des Rätsels Lösung? Ich glaube nicht. Aber habe ich doch noch nicht Staub. Was Staub? Moin Chili. Hui. Sacho Chili. Wie ich dachte, Chili kann heute nicht. Ja, der guckt nur kurz rein. Nur ganz kurz am Reingucken dran. Mhm. So, ich gehe jetzt hier rein. Also ich, die Höhle. Bist jetzt in der Höhle drin, ne? Nachdem der Gestrandete eine Höhle durchquert hat, gelangt er in ein neues Waldstück und steht plötzlich vor einem übel riechenden Pilz. Freundis, wie geht's euch so? Wer ist denn so da? Zacky the Dragon, der Eimer, der Monkey, Slaint, Grex, Blood Spencer. Sehr schön. So, fauliges Aroma hier, die Schnarchmorchel oder Schnarchmorchel. Sowas. Hast du? Ja, hab ich. Hast du, gut. Jetzt musst du zur Hexe. Mit dem stinkenden Pilz im Gepäck entdeckt Linky schließlich ein Hexenheuschen im Wald. Das ist quasi ganz, also du musst relativ weit nach rechts dann erstmal. So weit rechts, wie es quasi geht. Irgendwann ja, siehst du. Also aus der, Muss ich erst wieder durch die Höhle, oder nicht? Ja, genau. Wieder aus der Höhle raus und dann nach rechts. Und dann siehst du irgendwann so einen Herzcontainer in der Mitte von ganz vielen Löchern. Und da musst du dann runter. Nämlich. Was? Was hier? Hä? Was ist das für eine Rotze? So. Was ist das für eine Rotze? Ach ja. Ja, wie lange das heute so geht, wissen wir auch noch nicht so genau. Mal schauen. Ich würde mal sagen, was man hat, das hat man. Ah! Du bist noch nicht so richtig im Abenteuermodus, kann das sein? Doch, voll drin. Du ärgerst dich immer noch darüber, dass ich verlangt habe, die deutsche Version zu spielen. Da habe ich es vorher noch gesagt, wir zocken Redux. Ja, aber es sieht doch nicht, dass die auf Englisch ist. Ja, was denn sonst? Du glaubst doch wohl nicht, dass irgendeiner für Deutsch irgendwelche Patches macht noch speziell. Aber was ich denn? Jetzt haben wir kein Bikini-Oberteil, nix haben wir jetzt hier. Ach, darum geht's. Ja, auch. Ach so. Dafür verstehen die Menschen, was da steht. Das ist auch nicht zu verachten. Ach, das bisschen Englisch, da kann doch jeder. Das denke ich auch immer. Aber irgendwie ist ständig die Frage, gibt's das auch auf Deutsch? Und irgendwie ist es ja auch in Ordnung. Ja, die Antwort auf die Frage ist ja, aber nicht hier. So, jetzt müsstest du hier bitte rechts entlang. Ja, bin ja dabei. Ist es nicht mehr geht und dann runter den Sandweg entlang. Das sind übrigens, glaube ich, die nervigen Texte, die wir uns erspart hätten mit Redux. Was hast du gesagt? Nach Osten, solange es nicht mehr geht, oder was? Nee, diesen Sandweg da entlang, also bei dem Herzcontainer da runter. Oh.
Das ist quasi der Hexenweg. Boing. Ein reiner Hexenweg, mal sagen. Mhm. Mhm. Genau. Ich habe übrigens das Spiel als Kind ausgeliehen von irgendeinem Kumpel und habe das viel gespielt, aber quasi ja nie irgendwas geschafft davon oder so, sondern ich war dann auch sehr jung und das... Also kryptisch ist es nicht, aber man muss schon irgendwie auf einige Sachen echt rumprobieren und ich weiß noch, als ich die Switch-Version gespielt habe, die habe ich nämlich mit diesem Guy hier auch gezockt. Also ich habe die Switch-Version mit dem Spieleberater vom Gameboy gespielt. Das hat auch super geklappt und das war, da habe ich ein paar Mal gedacht, boah, wie soll man denn darauf kommen? Ne? Also diese Spieleberater machen Sachen auch mitunter natürlich ein bisschen kompliziert. Das, die erklären manche Sachen so ein bisschen ja, sehr blumig sozusagen. Das ist halt so. Deswegen sind da ein paar Sachen so ein bisschen überflüssig drin. Wenn man jetzt nur so wirklich nur vorankommen will, die sind halt nicht so ganz sachlich geschrieben, so wie es heute ist, sondern die sind sehr ja, fast wie so eigene, wie so ein eigenes Kunstwerk geschrieben quasi. Erzählerisch. Ja, genau. Aber eigentlich hat das ja auch echt so ein bisschen Charme, ne, muss man ja sagen. Genau. Ah. Ja, jetzt kannst du dir natürlich eins und eins zusammenrechnen, was du jetzt tun sollst. Bin ich ganz sicher. Jedenfalls wirst du dann an den Wurmschlüssel herankommen. Das ist doch glorios, oder? Ja, am Wurmschlüssel dran. So ist es. It's Mario! Guck mal da. Gibt's das denn? Ganz genau. Kinder, bin ich kaputt. Konnte man auch gut abends noch als Bettlektüre lesen, schreibt als der Grog. Betthupferl. Ja, der Wurmpalazzo. Jetzt kommt erstmal Jan Eule. Ist das so? Vielen Dank an Zucky the Dragon für den Heiermann. Danke dir. Geil. Dazu vielleicht noch mal ein paar Kommentare ganz kurz zu den Donations. Also Donation Link funktioniert auf jeden Fall wieder. Der ist in der Videobeschreibung bei YouTube. Allerdings haben die da wohl offensichtlich ein bisschen was geändert und unsere alte hinterlegte Zahlungsmethode wird da nicht mehr akzeptiert quasi oder wurde irgendwie resettet und wir müssen das neu einstellen. Das haben wir jetzt so kurzfristig zu heute nicht ganz geschafft, deswegen werden leider die Donations, das sind richtige Streaming-Profis, ne, sind das, die werden hier nicht mit Alerts heute live angezeigt, also nur für euch schon mal vorneweg zum... zur Warnung. Wenn ihr das gerne wollt, dann müsst ihr vielleicht auf morgen warten oder so. Wir versuchen das nochmal zu fixen. Versprechen können wir das nicht, aber genau, deswegen, wenn Dennis so nebenbei so ein bisschen guckt, dann könnte es daran liegen, dass da irgendwie eine Donation gekommen ist. Ab und zu guckst du mal, schielst du mal mit einem halben Auge so rüber, würde ich sagen. So ist es. Ab und zu gucke ich mal rein und dann sehe ich es hoffentlich per Zufall. Genau. Wolltest du jetzt schon ungefähr wissen, wo der Wurmpalast ist? Ja, sag mal. Bin ich hier auf dem Holzweg oder was? Ja, du bist auf dem Woodway. Der ist quasi nördlich vom Strand. Also du musst eigentlich wieder zurück ins Dorf. Ah, da war ich, glaube ich, versehentlich vorhin schon mal. Genau, okay. Und dann statt zum Strand runterzugehen... Ah, du Sack! Gehst du nach rechts. Jo. Dann kommst du dahin. Schnecki fragt, moin Marcel, wie kommt es eigentlich, dass du dein PAL B Fullset verkauft hast? Dass jemand, der sich diese Frage noch zu trauen stellt, zu stellen traut. Ich brauchte das Geld und hab irgendwie den günstigen Moment genutzt, sagen wir so. Das ist die ganz kurze Version. Nicht wahr? So ist es. Wenn du lange Versionen willst, musst du ungefähr die letzten 20 Streams gucken. Da habe ich das Gefühl, in jedem Stream einmal erklärt. Ja, das stimmt nicht ganz. Die letzten fünf hast du schon... Da hat auch keiner mehr gefragt. ...charmant abgeblockt.
Ja, aber irgendwann hat man es auch genug erklärt irgendwie. Ich kann die Frage irgendwie verstehen, wenn man das so das erste Mal irgendwie sieht oder so, aber keine Ahnung, die Sammlung ist ja nun auch schon eine Weile weg. Da haben wir heute noch ein paar andere Themen, über die ich mit euch quatschen will. Geh nicht, genau, aus Versehen runter zum Strand springst, bist du nämlich irgendwie erstmal da. Vielen Dank, Altermann Zockt's Nest schreibt, vielen Dank an dieser Stelle für euren Kanal und Inhalt. Erstmal bitte. Hab mir durch euch ein Retron 3 HD geholt, um meine alten Module zu zocken und bin dabei NES und SNES in ZIP zu sammeln. Danke, danke, danke. Bitte. Viel Spaß. Viel Spaß dabei. Ja, Schnecki schreibt, deine Gameboy-Sammlung hast du aber bestimmt noch, oder? Kapitel 4 ist jetzt schon der Wurmpalast, Dennis. Kapitel 4 ist das. Oh, okay, dann sind wir gleich durch. Soll ich dich einfach mal machen lassen? Ja, ne? Boah, den ersten Palast, cool, ja. Den wirst du wohl schon so. Hier gibt's auf jeden Fall, kann ich dir schon mal sagen, hier gibt's die Greifenfeder. Ah, zum Jumpen. Und, genau, und dann kannst du natürlich auch einiges mehr machen. Und als Belohnung gibt es natürlich eins der Instrumente, das wir finden müssen. Welches verrate ich natürlich nicht. Um Windfischi aufzuwecken. Genau. Genau. Das schaffst du schon. Und dann sind wir mit Kapitel 4 ja schon durch. Also nachher die Kapitel, die werden, glaube ich, ein bisschen länger. Deswegen versuchen wir heute vielleicht mal ein paar mehr zu schaffen als nur die ersten 6. Ja. Eimer schreibt, euer Thumbnail verwirrt mich. Wie konnte Marcel Link denn in Dortmund angeschwemmt werden? Ja, wer sagt denn, dass es in Dortmund ist? Genau. Außerdem, wer sagt, dass es in Dortmund kein Wasser gibt? Gibt's nicht, das gibt euch? Es. Na klar, hier ist doch Hafen, ist doch hier. Der Dortmunder Yachthafen, wer kennt ihn nicht? Der Dortmunder Haven, ja. Der Jafen. Habt ihr eine Meinung zu Retro-Achievements? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung von und habe ich auch noch nie irgendwie benutzt oder. Ich habe da einen Account und ich habe das hier auf meinem Steam Deck, habe ich das auch, bin ich da eingeloggt, aber ich nutze das nicht. Aber ich finde es cool, dass es das gibt, auf jeden Fall. Mhm. Finde ich auch cool. Warte mal, habe ich jetzt hier schon? Nee, ne? Nee, habe ich nicht. Noch kannst du nicht. Das ist jetzt eher so im linken Flügel. Das ist hier so mit A und B und wo muss man dann da durch? Muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist hier aber auch, meine liebe Freunde, es ist aber auch was klein hier, du. Also ihr merkt auf jeden Fall schon, dass wir das nicht auswendig können. Okay, da musst du also hin. Gut. Nachher werden die Dungeons auf jeden Fall noch so ein bisschen lästiger. Ich kann mich erinnern, da gibt es nachher so ein, zwei Paläste, die sind. Da muss man dann schon genau wissen, in welches Loch man fallen muss. Und weißt du? Ja, das hasse ich ja, sowas. Ja, aber du hast ja mich. Also es wird auf jeden Fall klappen. Hansestadt Dortmund, genau die. Du bist auf dem richtigen Way. Aber hier schieben muss ich hier nichts, ne? Kein. Nee, einfach Block nur da, durch. Ne? Einfach durch. Einfach durch. Doch, ich muss durch. Einen Steinblock verschieben. Kacke. Den bestimmt. Naja, das war ja einfach. Bam! Reingesemmelt. Voll reingeballert. Und da öffnet sich ein Dörr. Und das finde ich cool hier übrigens, natürlich. Ist ja klar. Mit den Gombas. Mit den Gombas und dem 2D-Tunnel quasi. Ich glaube, ich habe das tatsächlich, glaube ich, noch nicht bis hierhin mal gezockt. Okay, aber so dann. Den Strand immer wieder mal, den habe ich immer wieder mal gemacht, so mal reingeguckt, aber das war's leider nicht. Das ist ja dann wirklich bei Leibe nicht viel. Nee. Aber umso nicer, dass wir das heute mal angehen. Wir haben es ja schon lange vor. Und
unser Link to the Past Projekt ist ungefähr ein Jahr her. Das haben wir nämlich im Mai letztes Jahr gemacht. Na guck. Also einmal im Jahr so eine kleine Verzelderung gönnen wir uns ja schon, ne? Muss man ja sagen. Jetzt springst du quasi das Spiel durch, ne? Habe ich das so richtig verstanden? Mhm. Ja. Finde ich gut. Ey, warte mal, hier, da kann ich doch bomben. Ich habe aber keine Bomben. Tja. Ey, Sackgesicht! Wie er aussieht, ey. Nee. Ja, er ist jetzt auch nicht so eine krasse Herausforderung gewesen, ne? Nee. Geht aber noch ein bisschen weiter. Das kann ich dir schon mal sagen. Ich glaube, da kannst du gar nicht so viel machen. Das ist, glaube ich, einfach eine Sackgasse, oder? Kannst du da, dann hast du einen Boss-Schlüssel? Kannst du da hoch? Den großen Schlüssel, hast du den? Nee. Und ganz kurz gucken, wie kommt man da ran? Da muss man hin, da muss man hoch, da muss man rüberspringen. Okay, dann müsstest du einmal bei Gelegenheit mal kurz stehen bleiben, damit ich mal weiß, wo du bist. Ah, ich bin jetzt wieder ganz am Anfang. Okay, ganz am Anfang. Dann musst du quasi erstmal links hoch. Okay, ich sehe schon, wo du bist. Dann einmal, wenn du jetzt rechts gehst, bist du ja beim Eingang, ne? Genau. Genau, dann hoch. Und dann nochmal rechts. Nochmal hoch. Ah, nee, rechts. Okay. Und, ja. Und dann da wahrscheinlich diese Viecher da. Ich habe vorhin Herzen habe ich gemacht. Muss ich sehen, ja, warte. Das? Ah. Genau, jetzt, da gehst du jetzt. Erstmal. Ja, ich hoch. Bin ja immer zwei Sekunden. Bin ja, nee, ist schon falsche Richtung. Du müsstest okay. Vorher schon links abbiegen, bitte. Das ist immer, falls das für euch ein bisschen confusing ist. Ich sehe den Stream sozusagen mit euch in Echtzeit, wir reden aber quasi ein paar Sekunden davor. Also das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. In der Kiste da oben, die du eben gesehen hast, ist der Schlüssel drin. So, das heißt, genau, du kommst hier hoch und dann kannst du da rüber springen und da durch das springen musst du irgendwie... Oh, ey, ehrlich jetzt? Jo. Nur weil ich den Penner da reinkicken wollte... Verloren. Tja. Aber der Weg ist ja kein weiter. Nee, rechts lang, bitte. Beim Eingang rechts lang. Ja. Nee, ich gehe trotzdem jetzt oben lang. So. Achso, ja, kannst du auch, ist nur ein Umweg. Nee, jetzt von da, wo ich war, ist es kein Umweg. Der ist so! Ja, ich weiß, du kennst ja jetzt den Weg, du. Genau. So.
Jetzt kannst du auch da zum Ziel quasi. Tat das ja. Und ich mache mir schon mal eine Milch auf. Heute ist nämlich Milchtime. Oh, Alter. Das flänzt. Schön rein in die Schnauze. Reingeflänzt? Haben wir richtig einmal durchgeflänzt, Alter. Alles voll hier, deine ganze, ganzer Spieleberater komplett unter Wasser. Was? Prost! Ah, nee, hier war es ja nicht. Warte mal. Warte doch mal. Ich warte doch die ganze Zeit. Was genau gibt es bei mir? Rechts. Ja. Alkoholfreies Radler. Tja. Ist das so? Perlt aber ganz gut. So, dann machen wir fertig den Palazzo del Bomo. Hast du gut synchronisiert mal wieder. Ja. Ich weiß noch, wo war das denn? War das in der... War das im... Auf euch, Freunde. Leck mich doch. Im Link to the Past Stream war das doch, wo ich mich da so ein abgebrochen hab an den Gegner. Ja, weil der einen immer runterschmeißt auf die untere Ebene da. Ungefähr so wie jetzt gerade. Ja. Das ist aber auch nicht der erste Palast, der Typ. Das stimmt. Hast du gut gemacht. Bisher. Ah! Oh. Ja, bisher aber auch nur. Bisher nur. Alkoholfrei, was ist da los? Ja, was soll da los sein? Kein Alkohol zu trinken ist ja zum Glück kein Verbrechen. Hier, jetzt wissen wir auch, wofür... Die Grube da ist. Die Grube da ist. So, der macht mich jetzt gleich wieder fertig. Ich leck mich doch, ey. Ich kann dir schon mal sagen, im nächsten Kapitel wird es auf jeden Fall Bomben geben. Da wird's bombig. Müssen wir dann nochmal hier zurück, weil hier ist ja eine Wand, wo... Ja, kannst du nochmal zurück. Und ist da was, dass sich das lohnt oder was? Ey! Als könnte er dich hören. kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen, weil ich das hier auf der... Ja, da gibt's noch mal die eine oder andere Kiste, die nicht beschriftet ist im Guide. Oh. Ein Sekret sozusagen. Kein Sekret, ja. Kann sich lohnen oder kann sich auch nicht lohnen? Wahrscheinlich 5 Bomben drin in der Kiste. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe auch hier nur eine Bombenwand. Aber die Bombenwand, die du da gefunden hast, die war doch rechts, oder? Ja, die war links. Ach so, ja, dann ist es das. Dann ist das eine Sekretkiste. So, jetzt aber hier, komm. Ach so, ja, nee, das schmeckt schon super. Also freies Flens kann man echt trinken. Es gibt genug alkoholfreie Biere, die wirklich nicht geil schmecken. Das ist so. Oh. Aber das geht voll klar. Sonst würde ich es ja nicht trinken, wenn es eklig wäre. Ist auch eine Logik. Musst du wissen. Ist doch so. Eine reine Muschelgeige. Du hast die Muschelgeige gefunden, Alter, geil. Die Muschelgeige, so. Was kann die denn? Über Muschelgeige musste ich kurz lachen. Ja, ist doch schön. Das wird noch weitergehen mit dem Lachen, glaube ich. die Muschelgeige. Verborgen im Inneren des Palasts ruht dieses legendäre Instrument. Achso, toll. Da steht nichts zur Muschelgeige da. Ein geiler... Ah, doch. Nö. Nix. Außer, dass es ein tolles Instrument ist. Dennis, wie immer, first try. Es ist einfach so. Der Windfisch. In den Schleimsumpf hinein. So, da war ich doch gerade schon mal. Das ist, im Schleimsumpf drinne. Ja, das ein bisschen brauchen wir da aber noch. Wie? Gehen wir da jetzt nicht hin? Nee, wir machen noch mal ganz kurz ein paar andere Sachen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen nach dem Spieleberater vorgehen. Möchtest du kurz hören, wohin die Reise geht? Ja, bitte. Neuland. Nachdem Linky den Moldorm
betrunken hat und sich die Greifenfeder in seinem Besitz erfindet, taucht erneut die Eule auf. Du kannst dir auf jeden Fall gleich mal das Herzteil holen, was du am Anfang da in dem Wald hattest noch. Und so weiter. Aufmerksam hört Link der Eule zu, anschließend zieht er weiter. Sein Weg führt ihn zunächst ins Möwendorf. Siehst du mal. Ey, du da! Jetzt kommen nämlich die. Ist ganz was ganz Schreckliches passiert wahrscheinlich. Ja! Miblons. Miblons. Das Haus von Struppi und der Frau. Ja, das geht gar nicht. Kümmern wir uns drum natürlich. Aber eins nach dem anderen. So weit sind wir noch nicht. Wir wollen das ganze Abenteuer. Ja, bitte. Vielleicht erstmal. Oh, komm, hau ab! Bevor Link sich darum kümmert, hör zu, will er mehr von der Insel sehen. Jetzt geht's nämlich erstmal zum. Nee, ja, das ist eine gute Idee. Wir gehen jetzt erstmal zum Friedhof, nämlich. Und dafür musst du durch den Zauberwald. Und bei der Gelegenheit kannst du dir auch gleich das Herzteil holen. Verstehst du? Ja, ich. Verstehst du die Technik dahinter? Kann gerade so folgen. Gut. Südlich gelegen entdeckt Link einen Friedhof. Ich greife schon mal vor, ne? Ja, warte mal. Muss mir aber noch mal kurz helfen. Wo war denn das Herzteil nochmal? Warte mal. Eher so oben rechts. Du kannst ja jetzt ja durch die Lücken springen da und so. Du brauchst ja jetzt ja nicht mehr so viel Gedanken machen. Ja, aber nee, war das nicht hier? War das da, nicht hier? Ja, links? Da lang. Links nee, rechts. Und dann. Nee, nein. Sicher? Ja. Sicher. Ah, okay. Trust me when I say this is not the right way. So, lass dich doch jetzt über den Friedhof was sagen. Oh, ja, bitte. Südlich gelegen, also gleich. Hier quasi. Unten. Noch hinterm Hexenhaus, ne? Ist der Friedhof, den er ahnungslos betritt. Als er versucht, die Grabsteine zu untersuchen, was man halt macht als Abenteurer, na klar, erscheinen wir aus dem Nichts ganze Horden von Geistern, die sich nur mühsam erledigen lassen. Linky erkennt die Lage und macht sich schnell aus dem Staub. Na toll, warum sollen wir denn da hin? Na! Im Fratzenwald. Ich hau immer wieder drauf. Egal, wir gehen durch den Friedhof. Es ist hier so vorgesehen. Genau. Hier ist jetzt quasi gleich der Friedhof. Hier so rechts davon quasi. Hier sind schon die ersten Zombies, die aus der Erde krabbeln. Du siehst es schon. Ich sehe es schon, ja. Du siehst es ja schon. Hier, The Friedhof. Und als nächstes kommt dann, wenn du durch den Friedhof gekommen bist, der Fratzenwald. Vom Regen in die Traufe. Link ist zwar den Plagen auf dem Friedhof entkommen, aber Bomben. Geil. Doch die nächste Gefahr lauert schon im kargen Fratzenwald. Teufelsraben greifen ihn an. Mutig bleibt der Abenteurer auf der Stelle stehen und schwingt dem Gegner seine Waffe entgegen. Sein langes Schwert entgegen. Die Geister, Alter. Ich find, muss ja echt mal sagen, diese Color-Version ist schon wirklich sehr schnieke, ne? Ja. Die ist doch echt cool. So, warte mal, was war jetzt hier? Muss ich jetzt hier irgendwas machen, oder? Ja, weitergehen quasi. Dann kommst du also hoch. Du musst dann ein bisschen weitergehen. Ja, erst ein bisschen weitergehen noch da. Untenrum. Um die Ecke. Untenrum kenne ich mich aus. Untenrum rechts um die Ecke und dann wieder nach oben. Um die Bäume drumrum da. Ah! Der dreckige Zombie-Arsch, ey. So ist das mit denen. Ist schlimm. Aber du kannst hier kann man geil farmen auch. So ist es. Ja. Hier ist eine gute Farm. Eieieiei, der hat mich. Nee, ich hab ihn erwischt. Geil. Den dreckigen Zombie-Arsch. Ah, wie jetzt der hat er mich. Echte Abenteurer. Ah! Nee. Auch ein Abenteurer muss unter anderem mal seine Frustration herausschreien.
Die so. Finde ich geil. Also einfach mal deinem Herzen folgen, würde ich sagen. Und mal ein bisschen exploren. Oder mal ein bisschen Rasen mähen. Der Friedhofsgärtner ist ja anscheinend gerade nicht da. Der hat das hier ganz schön schleifen lassen. Was ist eigentlich hier? Tatsächlich sammle ich die Bomben hier auf. Nice. Dann können wir vielleicht gleich auch schon mal zurück. Ja. Bei Gelegenheit. Wenn wir noch zum Strand müssen. Gehen wir noch mal rein. Da. Bei Gelegenheit, würde ich sagen, ja. Wir müssen ja sowieso dann irgendwann noch mal zum Dorf zurück. Und dann sind wir ja quasi immer quasi schon direkt in der Nähe. So. Jetzt würde ich sagen, kannst du eigentlich gleich mal... Wie heißen denn die Gegner? Gibt es hier ein Bestiarium? Raben. Raben. Ja, Raben heißen die. So, nach oben und denn? Ja, Fratzen. Hier gibt es kein Bestiarium, ist ja peinlich. Fratzenwald, ja, ich bin im Fratzenwald. Ja, da gehst du auch weiter durch, quasi immer Richtung oben. Ich muss da jetzt mal niesen kurz. Ich war ja die Woche schon wieder krank, ne? Weißt du, ja. Ist das so? Also ja, mit Schnupferei hatte ich ja nichts, aber ich hatte mal mit dem Magen mal was ganz anderes. Über Ostern, also ich glaube, ich hatte noch nie so billiges Ostern. Also auch im Sinne von wenig Essen und ich habe eigentlich eher das Gegenteil gemacht als Essen. So, jetzt bist du ja schon da oben. Ja, ja. Digga, du bist hier zu schnell. Hör zu. Fotoladen ist hier. Ja, kannst ja reingucken. Andi Kochboy, ihr schreibt Moinsen. Taro! Taro! Stelle dich auf den Teppich und lächle. Hier, kostet 80 Euro, sagt er jetzt. Die Abenteuer des Linky. Was hat für die Lieder eine Maus, Alter? Nice. Geil. Drucken, ja. Das geht leider nicht. Das können wir heute leider nicht. Aber natürlich schon geil eigentlich gewesen, ne? Mega. Ich hatte eine Gameboy-Kamera damals. Läufst du durch den Fratzenwald? Und plötzlich stehst du in dem Fotoladen. Also du musst hier, pass auf, ich lese mal kurz vor, du kriegst gleich die Schaufel. Neue Ausrüstungsgegenstände. Weil da, wo du jetzt nämlich bist, ist nämlich, glaube ich, die Moblin-Höhle. Da werden wir gleich rein. Ach, gleich rein, okay. Nachdem Link sich in der Region etwas umgeschaut hat, beschließt er, in das Dorf zurückzukehren. Achso, ja, das machen wir dann gleich. Pipapo. Warte mal ganz kurz. Tante Emma-Laden. Schaut sich um und fällt ihm ein Päckchen mit Bomben auf, das er schon sehr vermisst hatte im Wurmpalast, weil ihm nämlich eine Wand aufgefallen, die deutliche Risse aufwies. So. Ich würde sagen, mein Freund... Wie der Guide das vorausgesehen hat, dass mir die Wand auffällt, das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich der Hammer. Das ist eine frühe Art von AI, würde ich sagen. Ja. Also, back to Dorf und Moblin-Höhle machen wir dann gleich. Oh, sorry. Genau. Und dann kommt nämlich auch Struppi. Wie jetzt? Jetzt war das alles für den Arsch? Oder was? Ja. Nee, du hast jetzt ein Foto. Ja, wozu? Wieso bringt einen jetzt der Guide dahin? Einfach nur so Exploration oder was? Komm, ich gehe jetzt in die Moblin-Höhle hier. Also das wird sie ja wahrscheinlich sein, oder? Das ist die Moblin-Höhle, genau. Und da ist auf jeden Fall Struppi. Weil im Dorf hätte man mir wahrscheinlich auch nur gesagt, hol mir meinen Hund zurück, oder was? Wahrscheinlich. Der Moblin-King ist hier. Boah, Alter, ich habe echt ein Problem.
Ja. Ich hab verdammt nochmal Hunger. Ich habe ja vorhin erst gegessen, aber es war sehr wenig. Ja, das schließe ich mich gerne an. So, der Moblin King. Den musst du jetzt erstmal platt machen. Ja, ja. Wenn er gegen die Wand rennt, kannst du ihn platt hauen. Ist das so? Ja. Ah. Und dann machst du dir gleich mal ja, genau. Was mache ich mir? Also gleich ist hier ja der Hund, ne? Hier ist der Hund begraben. Ja, hier ist der Hund begraben und den musst du dann natürlich erstmal ins Dorf bringen, ist klar. Also El Struppo. Kann ich mit dem nicht noch ein Foto machen gehen? Bestimmt, ne? Solltest du auf jeden Fall probieren. Du hast auf jeden Fall schon mal Struppo an der Leine. Das ist ja schon mal top. Muscheldetektor. Struppi ist Link nicht nur beim Bekämpfen von Gegnern behilflich, er zeigt Link auch durch lautes Bellen an, wo sich die Muscheln befinden. Jetzt muss der Abenteurer nur noch graben, aber dafür brauchst du erstmal eine Schaufel. Und die hättest du natürlich vermutlich, wenn du mir zugehört hättest. Egal. Was? Ja, du musst ins Dorf jetzt auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, wie? Was soll ich fotografieren, du Arsch? Du sollst ja den Struppi hier fotografieren. Mach! Wieso macht er das nicht? Fotografier den! Alter! Fotografier den! Warte mal, ich kann ein Foto machen. So, warte, so. Stell dich mal hin da. Nee, komm. Stell dich mal hin da auf den Teppich da. Ich mach ein Foto. Jetzt bist du abgehauen? Nee, gehst du mal zurück. So, warte. Warte, er muss ja auch drauf. Hier. Ja, ja, ich warte. So, ich warte auf den richtigen Moment. Top. Ich will sagen, ich hab's im Kasten. So. Ja, besser geht's nicht. Ich hab ein Foto gemacht. Und wahrscheinlich geht der kann nicht über Löcher wahrscheinlich, ne? Oder was ist hier los? Naja, er ist ja Struppi, er hat ja keine Feder. Ja, aber er ist an der Kette. Ich würde den drüber ziehen, den Penner hier. Ja, geht doch. Guck mal. Siehst du mal. Ja. Der soll sich auch nicht so anstellen. Und was zeigt er mir an? Das bringt dir erstmal nichts, weil du brauchst die Schaufel. Und die gibt's im Dorf. Das heißt, du musst auf jeden Fall zum Dorf. Geh zum Dorf. Go to Village. Und du musst in den Shop. In Tante Emma Laden. Rein. In den Laden. Ich lese schon mal. Zunächst führt ihn sein Weg in den Tante Emma Laden des Möwendorfes, wo er sich interessante neue Ausrüstungsgegenstände anschaut. Der Ladenbesitzer, ein alter Chinese, mustert Linky sorgfältig, als dieser den Laden betritt. Verständlich, denn schließlich sieht Link mit seinem grünen Wams und dem Hütchen auf dem Kopf so aus, als käme er gerade von einem Maskenball. Link schaut sich im Geschäft um, entdeckt einige Dinge, die ihm sehr nützlich erscheinen. Als erstes fällt sein Blick auf einen Spaten, für den er viele Rubine springen lassen muss. Und das Päckchen Bomben. Wo ist denn der Laden überhaupt? Da steht Laden dran. Den wirst du schon finden. Hier, glaube ich, rechts neben dem Telefon. Was ist das eigentlich für eine Telefonzelle oder was? Kannst ja mal einen anrufen. So, was muss ich jetzt hier machen? Ja. Was hast du gesagt? Also, ich habe hier gesagt, den Yoshi will ich haben. Ja, gönn dir. Zock. Zock oder gähn? Ist auch nice. Also ist Laden überhaupt das Richtige? Nee, warte mal, das ist hier. Ah, das ist hier falsch übersetzt, ne? Oder was? Ja, das ist ja nicht der Laden, das ist ja hier die Spielhalle. Dennis. Oder was? Warte mal. Das muss auch noch einen richtigen Shop geben. Wo ist denn hier die Karte vom Dorf? Ihr merkt schon, Freunde, wir kennen uns in dem Spiel auswendig aus. So, pass auf. Tante Emma Laden, sorry, du bist in der Spielhalle. Da kannst du später hin. Hol jetzt erstmal den Yoshi da raus, Alter.
Der Shop ist da drüber. Die Yoshi-Puppe gehört zur Tauschquest, glaube ich, nachher. Hatzner! Halt. Also, nach oben. Ja, Sigi. Erstmal ein bisschen noch Moneten einsacken dabei. Ja, ja, ist ja richtig. Die brauchst du ja wahrscheinlich gleich. Die Monettas. Oh, oh, oh. Das ist eine Zaubermuschi, hab ich. Eine Taschenmuschel. Sagen wir, wie es ist. Taschenmuschel erfolgreich am Start. Eingesteckt. Ist wieder richtig geil hier. Mit dir macht wieder recht Laune. So. Hast du Rasen gemäht gleich mal? Ja, bin dabei. Bin dabei. Hier ist bestimmt noch eine Rasenmuschel. Guck mal, ist das schön. Ah, so. Das fühlt sich so befriedigend an. Da wird mein Gärtnerherz auf jeden Fall. Ja, 200 Kosti oder was? 200 Kosti oder was? Das ist aber teuer. Die brauchen wir aber. Ja, müssen wir mehr mähen hier. Den Mima. Ja, hier steht einfach wirklich, wir sollen die Schaufel kaufen. Was gibt's da noch? Was war das noch? Man kann die auch, man kann auch den Fünf-Finger-Rabatt nutzen. Und die Schaufel sich vielleicht einfach nehmen. Ist das so? Ja, es geht auch, aber ich glaube, es hat negative Konsequenzen. Ja, die hätte es, glaube ich, beim Redux-Patch nicht gegeben. Naja. Ja, aber das, die gehören ja dazu, die negativen Konsequenzen. Nee. Aber sichi. Aber ich meine, du hast ja hier zum Glück direkt unter dem Laden das perfekte Ruby-Sammelfeld. Ist das immer ein Rubin eigentlich, oder? Nee, 5, ne? Blau ist 5. Okay, ja, das geht ja dann noch. Muss man halt ein bisschen. Jetzt um sich was leisten zu können, muss man halt ein bisschen Rasen mähen. Ja, ist so. Wie früher. Hä? Nee, warte mal, sind das zwei nur? Hä? Was passiert? Wieso sind denn das. Ein? Hä? Ein oder zwei? Manchmal so, manchmal so. Aber es sind doch immer blaue, die ich aufsammle, oder? Ja, ist aber nicht die NES-Version, ne? Alter, ich dachte die ganze Zeit, ich habe sowieso gedacht, wieso habe ich so wenig Kohle nur? Weil ich ja schon viel Rasen gemäht habe hier. Sonst vielleicht nochmal beim Friedhof ein bisschen Rasen mähen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Guide einen so ein bisschen Exploration genießen lässt, damit man ein bisschen farmen kann quasi. Ach. Warum steht hier nicht drin, Schaufel kostet 200, sieh zu, dass du genug Geld hast. Ist so. Ist so, heute wär das so. Nein, stattdessen steht hier nur, Spaten, für den er viele Rubine springen lassen muss. Tja. Und dann machst du danach die, Dings. Weißt du? Na klar. Die, Bombenwand. Achso, und da gibt es wahrscheinlich 200 Rubine. Du kannst es auch machen. Mach das doch jetzt. Guck doch, was da ist. Jo, warte. Warte, warte. Ja, klar. Man kann ja nicht mit einem halb gemähten Rasen hier abhauen. Nee. Das ist nicht okay. Nee, das machen wir nicht. Dann geh doch erstmal. Ja, ich geh doch mal. Dahin und. Ja, ich bin doch schon dabei. Erstmal bei der Oma noch den Vorgarten mähen. Ist richtig. Oh! Hau ab, ey! Laber mich nicht voll! Ich. Du gehst ja auch. Ach nee, du gehst jetzt zum Palazzo, ne? Zum Palazzo di Wurmo. Ein Teil der Macht. Brauchst du dich hier nicht um die Gegner kümmern, das ist ja auch schon mal. Ehrenhafte Schnuffi. Wie heißt das Viech? Struppel? Struppi. Struppi. Tim und Struppi. Linky und Struppi. Folge 1.
Scheiß Linky und Struppi. Was war hier? Eine Wand war hier kaputt, ne? Oder gab es hier zwei? Mm-mm. Ich hab irgendwie so im Ohr, du hättest was von zwei gesagt. Aber nee, ich habe mich nur, da, glaube ich, vertan, sprach der Hahn. Weißt du noch wo? Ja, ungefähr, glaube ich, das schon zu wissen. Okay, ich bin ja sonst mit einer Karte bewaffnet. Hier, da bin ich schon. So, super. Gucken, was da drin ist. Nee, eine reine Zaubermuschi. Na toll. Eine Zaubermuschel. Das ist ja jetzt nicht so mega krass. Weiß ich nicht, was kriegt man denn damit? Sammeln wir sie erstmal. Dazu wird es bestimmt noch kommen. Tja, da heißt es wohl... Monetenfarmen. 85 Dera. Dera. Was ist das für eine komische Währung? Das ist doch D-Mark. Während du Moneten farmst, ne? No. Was gibt's sonst so? Was ist am Stapel? Du hast doch Urlaub. Ich hab Urlaub. Ich hab hier als erstes Thema stehen bei mir Urlaub. Was machst du im Urlaub? Erzähl mal. Ja, ey, voll scheiße. Was macht er denn jetzt, wenn er Urlaub hat? Ich bin hier nur am Rumgammeln sozusagen. Ich habe seit 3 Wochen oder so hatte ich eine entzündete Ferse. Deswegen konnte ich nicht mehr joggen gehen. Bin nur noch spazieren gegangen. Und dann letzte Woche wechselte sich das ab. Entzündete Ferse und entzündetes Knie. Stark. Ja, und gestern wurde das mit dem Knie so schlimm, dass ich nicht mal meine Standard-Spaziergerunde machen konnte. Und deswegen habe ich gestern nicht rausgegangen und habe stattdessen hier Hanteltraining im Wohnzimmer gemacht. Und das ist sehr ungeil. Eigentlich wollte ich ein bisschen unterwegs sein im Urlaub, aber das ist leider nicht passiert. Und es wird auch nicht mehr passieren. Ich habe ja die ganze Woche noch. Jetzt heißt es erstmal schon. Das ist aber nicht geil. Nee, und Knie ist echt komisch. Knie war eigentlich schon wieder okay, dachte ich. Und dann ist das gestern plötzlich ultra schlimm geworden. Gestern Morgen aufgestanden bin. Weil vorher bin ich ja immer noch spazieren gegangen, trotzdem irgendwie so locker, ne? Das fühlte sich dann auch beim ich hatte das Gefühl, dass es durch das Spazierengehen auch besser geworden ist wieder. Aber gestern ist es echt ultra beschissen zurückgekommen und deswegen ist jetzt erstmal Pause. Ja, ansonsten hatte ich mir vom Chris, der hatte sich hier von Retro Place, beziehungsweise von Zocksofa, muss ich ja jetzt sagen, der hatte sich Alone in the Dark für PS5 geholt. Hat das dann irgendwie innerhalb von ein paar Tagen durchgezockt und dann hat er mir das für 35 Euro weiterverkauft. Und da habe ich eigentlich drauf gehofft, dass das letzte Woche Freitag oder spätestens am Samstag ankommen würde. Dann hätte ich das nämlich angefangen und dann hätte ich das vielleicht jetzt auch schon durchgezockt. Aber irgendwie hängt das irgendwo in der Post fest und kommt nicht an. Heute war es auch leider wieder nicht dabei. Nervig. Mega. Sehr mega nervig. Also das mit deinem Knie-Fuß-Ding ist natürlich das Nervigere. Als das ist richtig beschissen. Auf ein Spiel zu warten, das ist ja richtig ätzend. So Kot, Alter. Ja, was bei dir? Du hast ja auch Urlaub. Ja, bei mir, mein Urlaub ist ja quasi erst angefangen jetzt, theoretisch, diese Woche. Ist ja meine erste von 3 Urlaubswochen. Und meine Kotzerei habe ich ja jetzt quasi, meine Kotzerei habe ich ja jetzt quasi schon hinter mich gebracht. Also ich hoffe sehr, dass ich die nächsten 2,5 Wochen dann fit bin. Das ist natürlich richtig geil. Gemacht habe ich dementsprechend allerdings noch nicht viel, außer im Bett zu liegen und ab und zu mal mich zu übergeben. Das war nicht sehr geil.
Aber ich war auch schon davor, als nämlich das Wochenende war, am Samstag zum Beispiel, Freitag, Samstag letzte Woche, hier kam Freitag und Samstag und so, da war ich schon sehr emsig im Garten zugange und habe also sehr viele Gartendinge getan. Das hat sich auf jeden Fall echt gelohnt. Ihr könnt die Schaufel im Shop auch einfach klauen, steht im Spieleberater. Nee, im Spieleberater steht es nicht. Außerdem sind wir rechtschaffen. Wir sind rechtschaffende Bürger dieses Dorfes. Und außerdem haben wir jetzt gerade mal die Gelegenheit, ein bisschen zu quatschen. Das ist auch mal ganz geil. Genau. Und ja, mal gucken. Also ich habe heute auch schon noch andere Dinge gemacht. Ich bin ja jetzt wieder unterwegs, zu Fuß quasi und aufwärts. Gut an der ganzen Kotzerei war natürlich, dass ich ausnahmsweise mal über Ostern nicht zugenommen habe. Das ist auch schon mal sehr gut. Im Gegenteil. Von daher kann es denn jetzt auch hoffentlich, wenn ich wieder einigermaßen meinen Kreislauf macht, halt noch gar nicht mit. Ne? Der ist halt echt so. Ich hätte heute eigentlich noch bei einem Umzug helfen sollen. Das ging aber natürlich nicht, weil ich kann, keine Ahnung, gerade meine eigene Treppe selbst ohne eine Kiste nicht hochlaufen und schon bin ich völlig im Eimer. Und außerdem hatte ich heute einen Klavierstimmer hier zu Hause. Der hat also nicht nur Kaffee getrunken und mit mir geredet, sondern er hat auch mein Klavier gestimmt. Und das nicht ganz grundlos, denn ich habe heute, auch heute schon, weil ich hatte nämlich heute sturmfrei quasi den ganzen Tag. Ich habe heute ganz frisch gestimmte Klavieraufnahmen gemacht. Weitere Recordings für mein kleines Bandprojekt, ne? Da sind jetzt, halte ich fest, 8 Songs im Kasten schon. Und einer oder zwei weitere werden auf jeden Fall noch folgen. Dafür muss ich nochmal die Gitarre bemühen. Machst du ein bisschen auf Marty Fischer oder was? Mach ich ein bisschen auf Mariachi. Da muss ich noch ein bisschen Gitarre aufnehmen. Und dann haben wir noch zwei weitere Songs. Und am Freitag, beziehungsweise vielleicht auch am Samstag, aber auf jeden Fall diese Woche, es wird noch geiler, Dennis, halte ich weiterhin fest. Ja. Kommt also meine Bandkollegin hier zu Hause zu Besuch zu mir in mein Studio-Part und dann werden wir ein bisschen Gesang aufnehmen. Geil. Da gab's eine Donation. Bei mir ist sie nicht angekommen. Bisher. Dann kommt ihr vielleicht gleich. Von Altermann zockt's Ness. Da müssen wir gleich mal den Dings. Jetzt werde ich hier angerufen. Das kann ich natürlich überhaupt nicht tolerieren. Wer ruft mich denn jetzt an mitten im Livestream? Ist der bekloppt? Das Finanzamt vielleicht. Im Handy oder was? Ja, sie. Das ah, da ist sie, da ist sie. 20 bitte. Euro, vielen, vielen Dank dafür. Ja. Das ist nicht wenig. Dankeschön. Dankeschön, geil. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr geil. Von einem ja noch relativ neuen Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr geil. Dankeschön. So, um den Gedanken noch kurz zu Ende zu führen. Also diese Woche werden also Gesangsaufnahmen gemacht. Und dann kann es nicht mehr so lange dauern. Das ist nämlich auch eine meiner Urlaubsziele sozusagen. Eins meiner Urlaubsziele, dass ich also unsere kleine, ich sag mal in Anführungsstrichen, unsere kleine Demo-Platte fertig produziere und sie dann auch öffentlich zugänglich machen werde. Also wie, ich dachte, du machst vielleicht einen Livestream, wo du live einspielst und live Gesang und so. Das wäre doch mal schön. Nee, das wird nicht passieren. Aha, ich sehe schon. Das heißt, hier machst einen auf Milli Vanilli, so. Mhm. Ja, genau. Ich habe die Samples eigentlich schon. Ich erzähle nur, dass die Sängerin zu Besuch kommt, damit alle glauben, ich würde echt einen Gesang aufnehmen. Dabei ist das eigentlich nur AI. Alles AI. Okay. Ja. Du kennst mich. Ich benutze ja auch noch Zettel und Stift. Ne? Bei mir ist bei sowas ist alles real. Das wird ganz reale Musik. Genau. Das ist also eins meiner Urlaubsziele. So. Genau. Das ist doch cool. Hammer. Bin ich gespannt. Ich auch. Ich habe mit der jungen Dame, die ja bedeutend jünger ist als ich, auch noch nie zusammen im Studio
in irgendeiner Form aufnahmemäßig zusammengearbeitet und die selber hat auch überhaupt gar keine Studioerfahrung. Das wird also für sie auch ein Debüt. Sehr schön. Genau. Aber auch, ich finde es auch geil, wenn, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich so in dem Alter war, wo man so die ersten Aufnahmen gemacht hat und da war man echt total stolz auch und geile Zeit einfach gewesen. Und ich freue mich total, dass ich das jemandem so auch irgendwie geben kann halt, ne? Das ist cool, das so weiterzugeben, dieses Feeling, das ist geil. Ja. Rubinefarmen geht übrigens schneller, wenn du diese beim Affen am Strand die Kokosnüsse zerschmetterst. Damit kommst du jetzt. Ja, jetzt gehe ich jetzt dann nicht. Jetzt lohnt sich das nicht mehr. Jetzt haben wir das hier gleich. Also. Genau. Gezockt habe ich übrigens im Gegensatz zu dir selber schon die letzten Tage ein bisschen. Und zwar habe ich angefangen, mal Cat Quest 2 nachzuholen. Nachdem ich damals ja sehr gerne Cat Quest 1 gespielt habe und irgendwie seitdem Cat Quest, ich habe dieses Double, ne? Dieses Double Pack. Double Pack. Und da habe ich mit angefangen. Und das so ein bisschen anspruchslos zwischendurch. Achso, und die finale Fantasie habe ich auch gespielt und hatte nach 2,5 Stunden keinen Bock mehr und das wird also morgen sich jemand abholen bei mir. Da habe ich ja ehrlich gesagt ganz wenig, also quantitativ wenig Meinungen zu gehört, aber die Meinung, die ich dazu gehört habe, die war sehr polarisierend sozusagen. Also ich habe einmal von Jansel, glaube ich, war das, hat er ein Video hochgeladen, die Enttäuschung des Jahres oder so? Ja, gesehen habe ich das aber noch nicht, ne? Das ist, glaube ich, eine Pickup-Folge. Ich auch nicht. Aber das Video heißt Enttäuschung des Jahres ja. Und er hält das Final Fantasy hoch. Also ich gehe davon aus, dass das dann auch die Enttäuschung des Jahres ist. Und dann, wer war das noch? Irgendeiner Nerd Over News oder weiß ich jetzt nicht. Irgendeinen, den ich noch folge auf Twitter. Irgendwer hat dann getwittert, irgendwie das geilste Spiel des Jahres oder so. Und das ist auch alles, was ich an Rezensionen dazu quasi mitbekommen habe. Das ist ja wirklich sehr polarisierend, also total gegensätzlich. Oder war das kann auch Yeti winnen. Also irgendwer, ich weiß es nicht mehr genau, irgendeiner war es. So, ich habe 200. Jetzt gehe ich eine Schaufel kaufen. Hier. Jetzt gehst du sie klauen. Mit dem Geld in der Tasche ist das Klauen gleich viel geiler. Vielen Dank und bis bald. So, Schild haben wir. Herzen brauchen wir nicht. Ist übrigens eine Luxusschaufel, ne? Muss man dazu sagen. Muss man wissen. Ja. Gut. Tack. So, und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Jetzt hast du ja die Schaufel. Ich hab die Schaufel. So. Und mit dieser Schaufel passiert also jetzt Folgendes. Der Struppi, ne? Der kann jetzt sozusagen anzeigen, wo es diese Zaubermuscheln gibt. Auch wenn ich dir jetzt noch nicht sagen kann, wofür sie sind, aber der kann dir also jetzt anzeigen, so Felder anzeigen, wo du dann mit der Schaufel den Boden also aushebst. Man kann da also buddeln und graben, auch Rubine farmen mit buddeln und man kann also ganz viel Karte oben graben und das wird man nachher auf jeden Fall auch noch teilweise müssen. Ist der jetzt das ganze Spiel mit dabei oder was? Ja, der ist jetzt wie ein Pikachu die ganze Zeit dabei. Nee, ach, du hast was? Ja die Struppi-Quest quasi noch gar nicht gemacht, ne? Also, du hast ihn ja nur befreit. Aber du hast ihn ja noch nicht zurückgebracht. Das kannst du ja auch machen, wenn du willst. Der gehört ja der Dings. Ja, ja, und dann kommt er aber nicht mehr mit, oder was? Ich glaube, den kann man sich dann holen. Wenn man den dann mal braucht. Struppi ist bis zum Schleimsumpf mit dabei, schreibt hier der Alex. Ach so. Kannst du kurz mit ihm Gassi gehen? Ah, okay. Aber erstmal kann man ja eh schon mal sagen, pass auf. Ich bin unpässlich. Du machst ja. Es? Vielen Dank. No. Ja, bis zum Schleimsumpf, da sind wir ja dann gleich. Also, pass auf. Ich lese mal.
Link hatte sich entschlossen, Madame Miu Mius Hund noch ein wenig zu behalten. Mittlerweile ist er in dem Gebiet angekommen, das er bisher noch nicht betreten hatte, den Schleimsumpf. Vor ihm im Sumpf wuchern seltsame Gewächse, die Link gar nicht geheuer sind. Aus gutem Grund, denn kaum nähert sich der Abenteurer einer der Pflanzen, schießt ihm schon ein Feuerball entgegen. Link erwidert die Attacke zwar mit seinem Schwerthieb, doch das Pflanzenwesen zeigt sich unbeeindruckt. Der Schwerthieb hat keine Wirkung. Doch noch ehe Link nachdenken kann, wie er gegen die Pflanze vorgeht, löst Struppi das Problem auf seine Weise. Nicht wahr? Also ab mit Struppi zum Sumpfschloss. Sumpfwald-Dings. Schleimsumpf. In den Sumpf, nein. In den Sumpf. Und immer wenn Struppi anhält, dann mal Schaufel zücken. Ja, aber hat er bis jetzt noch nicht gemacht, oder? Ich hab's noch nicht gesehen. Er zeigt Link auch durch lautes Bellen an, wo sich die Muscheln befinden. Ich glaube, das macht er sogar mit einer Textbox. Der alte, schnuffelige Freund. Wie schade, dass Dennis Struppi nicht ewig behalten kann. Ja, wirklich schade. Und dann sind wir im Links-Schlumpf-Sumpf da und dann kommt schon Kapitel 6, Alter. Wahnsinn. Es geht ja hier ratzi-fatzi. Es geht ratzi-fatzi. Siehst du? Hier graben steht dann da. Hallo, liebe Kommandeure, schreibt der Gamebot. Wie ist das Wertebefinden heute? Läuft. Das Wertebefinden läuft. Und alter Mann zockt SNES, fragt, ob wir das Remake auf der Switch gespielt haben. Und ich kann das auf jeden Fall bejahen. Ich habe das auch durchgezockt auf der Switch. Du? Angespielt. Ähnlich wie dieses hier. Angespielt bis zum Schwert. Ja, das ist toll umgesetzt. Ich finde das auch richtig cool. Praktisch der Schnuffi-Bert, Alter, wie er hier einfach komplett aufräumt. Wie so eine Abrissbirne. Oder? Ja, sieh. Ist doch ganz dankbar. Da ist es wohl. Da kommen wir nie hin. Nee, da warst du schon. Ja, aber da will er jetzt hin. Hier, oder nicht? Nee, will er nicht. Der will nirgendwo hin. Du musst jetzt auf jeden Fall nach oben. Hier. Friss die mal weg hier. Los. Los, Hund. Fress. Fress die auf. Muss ich da rein? Das ist der Sumpfpalast. In die Djinn-Grotte. Genau dort hinein möchtest du. So, willst du ein paar Informationen? Willst du erstmal machen? Ja. Du weißt ja, wie das bei den Palästen ist, ne? Also das ist ein bisschen schwierig da so, weißt du, was ich meine? Ja, Sigi. Bisschen zu timen quasi. Auf jeden Fall, guck mal, ganz kurz hier auf das Bild. Das ist auch Teil des Palasts hier. Yeah. Das ist ja eigentlich unser, kann man ja schon mal spoilern, unser Thumbnail für morgen. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. Ja. Macht doch erstmal. Der zweite Palast ist erreicht. Du machst, ich lese, oder? Ja, Sigi. Nach hartem Kampf und nicht enden wollender Suche hatte Link schließlich sein Ziel erreicht. Mit Unterstützung von Struppi. Es ist ihm gelungen, den Eingang zum zweiten Palast zu finden. Während eben erwähnter Struppi noch genüsslich die restlichen Pflanzen vor dem Eingang verspeist. Apropos Pflanzen. Können wir ja auch später nochmal drüber reden. Steht Link gebannt vor dem Tor der Djinn-Grotte und harrt der Dinge, der da kommt. Er harrt. Oh. Er weicht nicht, er harrt. Was ist mit seinen... Er harrt. Hahn. Er harrt der Dinge. Die feuchten Kammern der Grotte. Na gut. Du machst das schon.
Ech. Hier bekommst du auf jeden Fall schon mal das Kraftarmband. Was hältst du davon? Das finde ich supi. Nicht wahr? Nicht, dass du das bräuchtest. Doch, natürlich brauche ich das. Ja, aber also du jetzt im Real Life bräuchtest du ja keins. Nein, nee, nee. Das, das nicht. Moini Moinchen, Schroffi Boy. Was geht ab, Alter? Schroffman ist am Start. Finde ich nice. Ey, Schroffi, ne? Ja. Ich sag mal in seinem Namen, ja. Da ist mir auch was aufgefallen. Was ich los? Wann war das nochmal? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Juli 93 muss das, glaube ich, gewesen sein. Oder 94. War ich. Oh, Wrestling ist jetzt das Thema. Genau, war ich in der Westfalenhalle. Und seitdem ich mich da erinnert habe und ich gesehen habe, dass es sehr viele Videoaufzeichnungen so überall im Netz gibt und so, habe ich danach angefangen zu suchen. Und der Weidemann, der hat einen Trailer zu der Veranstaltung hochgeladen. Und da habe ich kommentiert, ob er da irgendwie weiß, ob es da irgendwo Aufzeichnungen zu gibt, zu dem Event. Und jetzt kommt. Er hat mir nie geantwortet. Nicht wahr. Es wäre jetzt die Gelegenheit für ihn, das gerade zu rücken. So, und das, die Sache ist aber, als ich kommentiert habe vor zwei Jahren oder so, da ist mir überhaupt nicht klar gewesen, dass das der Kanal vom Weidemann ist. Aber der Weidinator wird ja wohl er sein. Gehe ich von aus. Das wird er wohl sein, ja, ja. Ich habe übrigens auch noch was zum guten Schroffi zu sagen. Ja, ah, guck mal hier. Ich gucke. Ich muss dich gerade hier besiegen. Ja, geil. Der Hinox-Knödel, Alter. Bauer Hinox. Ey! Ey, was ist er denn für ein Fregel, Alter? Er schmeißt dich einfach weg. Hier. Brrr. Dings. Schroff schreibt, der schreibt, na jetzt habt ihr mich aber in der Ehre gepackt. Ja, alles gut. Ich wollte dich auch angeschrieben haben, aber ich habe es dann auch vergessen. Weißt du, was der übrigens gemacht hat letztens? Nee. Der hat quasi Gameboy FM zurück ins Leben gerufen. Ja, ja, mit Moderationsunterbrechung und so. Also hä? Quasi, wieso habe ich das nicht gesehen? Ich frage mich, wieso wir dafür keine Tantiemen bekommen. Nein, Quatsch. Ist ja nicht. Fand ich geil. Habe ich mir reingezogen, auf jeden Fall, dein Gameboy-Musikformat. Und würde mich jetzt natürlich an dieser Stelle interessieren, ob das dir Spaß gemacht hat und ob du da eventuell noch andere Konsolensysteme oder sowas geplant hast. Er schreibt, das muss die European Rampage Tour gewesen sein. Der Nito. Nee. Warte mal. Jetzt wird hier gefaxsimpelt. Jetzt wird geguckt. Nee, das war nicht die European Rampage Tour. Das war. Das war auch nicht SummerSlam. Übrigens könntest du schon ganz easy die Karte haben, bevor du zu dem Zyklopen kommst. Ah, sorry, es heißt gar nicht Weidinator, es heißt Kneidinator. Ist er das dann? Nee, das ist er dann nicht, ne? Das ist er nicht, ne. Nee, das ist er dann gar so, nicht. Ach so, guck mal, ey, sorry, dann tut's mir echt leid, da hab ich mich jetzt voll vertan. Okay, nee, also das, hier heißt es. WWF Wintertour 93, schreibt Monkey John. Nein, nicht Wintertour, ich war im Juli war ich da. Hast Tag du ja auch gerade gesagt. Vor meinem Geburtstag war das, 93 muss das aber gewesen sein. Heißt es nicht einfach nur. Es heißt nur WWF Summer Tour. Und die waren da in Berlin und irgendwo in Österreich, meine ich auch. Und unter anderem auch in Dortmund. WWF Summer Tour. Könntest du gleich Folgendes tun? Nintendo Gameboy Musik vor 12 Tagen. Wieso habe ich das denn nicht gesehen? Weiß ich nicht. Okay, muss ich mir mal. Genau, das werde ich mir jetzt erstmal hier.
zur Wiedervorlage Dingsen hier. Ja, bitte. Was soll ich machen? Und zwar könntest du dir jetzt vielleicht erstmal die Karte von dem Dungeon holen hier. Und die bekommt man, indem man vom Eingang aus nochmal einen Weg geht. Also bitte nochmal zum Eingang. Wenn du bitte so viel machen die Ehre hättest. Hä? Normalerweise? Boah, ey, musst du Pixel genau drauf hier, oder was? Ja, ganz genau. So, so. Und dann vom Eingang aus hoch, links. Links und hoch. Ah! So. Da gibt's denn nämlich schon die Map. Das ist ja auch toll. Machst du an und passiert nichts. Nee. Wie, da hält man schön das Pulver aus. Und du hast einen Schnabel aus Stein gefunden. Suche nach der dazugehörigen Eulenstatue. Nix Karte hier. Was? Hier steht Karte. Was ist denn das für eine Dings? Warte, pass auf. Die Falle und die Karte. In dem Raum im Westflügel entdeckt Link eine Schatztruhe, die bewacht wird. Zwischen Link und Truhe liegt eine Abholung. Er springt hinüber, macht den Gegner unschuldig und öffnet die Karte. Die Truhe, in der er die Karte entdeckt. Das ist ja eine Lüge. Ich bin total schockiert. Ich bin schockiert. Ja, ich auch. Ich bin fassungslos. Wir können den Guide im Grunde direkt entsorgen. Wie soll ich einem Spielberater trauen, wenn er offensichtlich lügt? Oh. Muss ich den da hinlotsen oder was? Natürlich nicht. Irgendwas muss ich doch hier machen. Kannst du mir doch nie erzählen. Ah. Kannst du ihn nur von hinten treffen? Ja. Ja. Da gibt's jetzt hier den Kompass, ne? Genau, da bist du jetzt. Mhm. Akustische Signal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel verstecken. Ja, okay, Schlüssel gibt es jetzt hier oben quasi, über dir. Über dir. Den habe ich schon, aber warte mal, wie komme ich denn jetzt hier nochmal? Das muss ich doch irgendwo resetten, oder was? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder so. Was musst du resetten? Naja, das blaue Ding da, sonst komme ich doch da nicht durch. Ach so. Ganz kurz einmal schroff gezockt. Danke für die Blumen, Marcello. Es werden jedes Quartal neue Folgen von Radio Schroffhausen kommen. Nächstes Mal nochmal Gameboy und dann auch mal Super Nintendo und C64 und sowas. Finde ich schon mal geil. Und Martin schreibt WWF at Dortmund, Germany, Westfalenhalle, Juli 30, 93. Ja, dann ist es ein Tag nach meinem Geburtstag. Geile Matchcard jedenfalls, schreibt er. Und die Remoulade wünscht uns ein verspätetes Moin. Wäre das die Eulenstatue, zu der du den Stapel brauchst? Nee, anscheinend nicht. Hier ist die Karte. Aha, das ist, warte mal. Was steht denn hier? Da ist die Karte. In diesem, ja, hier steht nichts einfach. Da ist die nicht beschriftet, die Kitten. Das ist ja krass. Aber das kann natürlich noch sein, weil das ist. Dass sie es geändert haben in der DX-Version? Wir zocken ja hier DX, genau. Dass sie das schwerer gemacht haben an der Stelle, oder wie? Dass die Karte nicht direkt am Eingang liegt. Oder einfacher? Ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber gut, du hast ja die Karte. Ja, aber ich habe einen Schlüssel zu wenig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche du schon hast und welche nicht. Gregs wünscht uns noch viel Spaß und bis morgen, schreibt er. Bis morgen, Alter. Hau rein. Gönn dir den Rest nachher irgendwie im Nachhinein. So.
Aber jetzt hier nochmal. Hier muss doch... Also gleich relativ im Eingangsbereich sehe ich jetzt hier erstmal 4 Schlüssel. Wenn du beim Kompass bist, nach oben, also von da aus gesehen quasi nach rechts und dann... Kann man denn da durch? Habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Wir verwenden den Spieleberater vom Gameboy hier in Papierform. Das ist es. Das ist der Real Deal. Ganz analog und classic. Boing. Ich glaube, ich muss einmal aus dem Dungeon raus. Kann das sein? Oder? Dass die sich hier resetten, die Dinger, ne? Meinst du? Diese blauen da. Ja, diese blauen da. Vielleicht. Das ist auch nervig, ey, dass ich jetzt hier immer wieder da das Licht anmachen muss. Ey, was soll die Kacke? Ja, was? Was ist das für ein Code, Alter? So, und wenn du da jetzt weiter nach rechts gehst... So, hier brauche ich vielleicht den Schnabel. Kann das sein? Senke die Boden... Ah, wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich braucht man die bei allen Eulen, dass man die versteht. Ne? Weil den konnte ich vorher nicht verstehen. Aha. Als Tipp quasi einfach. Senke die Bodenplatten, indem du den blauen Schalter nutzt. Ja, das ist ja toll. Da wäre ich ja jetzt nicht drauf gekommen. Wie gut, dass das da steht. Wenn du da runter gehst, wäre da aber sonst noch ein Schlüssel. Genau, wenn du die ja, in der den Kiste... Den hab ich schon. Achso, den hast du schon. Dann, genau. Dann ist hier noch in der Kiste ein Schlüssel. Den habe ich auch schon. Und da, wenn du da hoch gehst, ist auch noch ein Schlüssel. Also aus diesem Raum nach oben quasi. Aha, okay, wahrscheinlich. Hier bei den Shy Guys. Soll noch ein Schlüssel sein. Ey, was? Was ist eine Sauerei? Wie mies. Kannst du den irgendwie holen? Ja, zurückgeht wahrscheinlich, oder? Und wenn er dann noch liegt? Naja. Also man muss sagen, die Karten von den Dungeons hier, bin mir nochmal sehr auf nachher gespannt. Wir werden es irgendwie schaffen, aber die Karten von den Dungeons, die sind ein bisschen... Ja, ein bisschen ungenau. Muss man ehrlich gesagt zugeben. Aber du wirst es schon trotzdem irgendwie schaffen. Da bin ich mir ganz sicher. Da. Dann geht's da weiter. Zum C, zu D. Oh. Da wäre noch ein Schlüssel. Aber da hinten hin erstmal kommen. Schlüssel bleibt liegen. Hä? Was bleibt liegen? So, du hattest ihn schon geholt, ne? Ich weiß nicht. Den der oben runtergefallen ist? Ja, ja, doch, den habe ich geholt. Ja. Ich bin immer so mit. Ich habe ja nur. Ich kann ja nur in eine Ecke gucken. Sorry dafür. So. Super! Der Craft-Arm burnt. Das ist doch schon mal sehr gut. Damit kannst du Warzen heben. Warzen und Steine. Warzen und Schweine. Puff. Voll rein. Piff, puff, puff. Piff, puff, puff. Lippi, lippi, lippi. Ist das euer erstes Mal Link's Awakening? Zack, bang. Jein. Also, Dennis, quasi ja.
sozusagen. Also in dem kann man schon sagen, oder? Ja, ich meine, erst so weit. Ja, Schwert holen ja. Zählt nur echt nicht. Nee. Und bei mir ist es nicht mein erstes Mal. Ich habe die Switch-Version durchgezockt, aber das ist, wann kam die raus? Vor, wann war, weiß nicht, 2019 oder so? 18? Das ist schon wieder so lange her, krass. Weiß ich nicht. Wird bestimmt gleich jemand schreiben, aber ich kann auch mal gucken. Link's Awakening Switch kam raus. War 93. 2019. Das ist 5 Jahre her. Also. Wahnsinn. So krass prägt sich bei mir so ein Spiel denn leider nicht ein. Also ich kann mich zwar an vieles erinnern, aber das ist jetzt nicht so ein Spiel, was ich in der Kindheit 100-mal durchgezockt habe und deswegen in- und auswendig kenne. So eine Spiele habe ich auch nicht. Ich kann mir das nicht alles so merken. Ich verstehe auch immer nicht, wie irgendwelche Leute mit Mitte 40 die Spiele, die sie als Kind gespielt haben, gerade so eine Abenteuerspiele, wo sie immer noch irgendwie alles auswendig wissen. So, mein Gehirn funktioniert so irgendwie nicht. Respekt. Ja, also das Spiel ist schon sehr, ich sag noch mal so, ich habe die Switch-Version mit dem alten Gameboy-Spieleberater gezockt. Und das ging super. Ist also wirklich sehr, sehr nahes Remake. Der Look gefällt mir nicht. Aber mir gefiel der Look eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ich fand das irgendwie ganz cute. Cute! Weißt du, was Cute Aggression ist? Nee. Du hast doch einen kleinen Hund, ne? Mhm. Der ist doch ziemlich cute eigentlich. Hast du manchmal so das Gefühl, dass der so süß ist, dass du ihn am liebsten gerade so zerdrücken würdest? Nein. Also es gibt doch so Sachen, also ihr kennt das bestimmt. Manchmal hat man doch so dieses Gefühl, wenn etwas so sweet ist und so süß aussieht, dass man es am liebsten so richtig zerdrücken würde. Kennst du es nicht? Hast du es nicht? Nein. Bin ich jetzt Psycho oder was? Ja. Mit Katzen hat man das auch. Nein. Dann bist du halt nicht normal. Aber das ist Nein. So, das kennt man. Das gibt so, das ist so ein richtiger psychologischer Effekt, dass Dinge einfach so süß aussehen. Ein Psycho-Effekt ist das. Ja, deine. Nichts Psycho-Effekt. Das ist echtes Leben. Das ist Lebenserfahrung, mein Freund. Das ist das echte Leben. An dem du offenbar hart vorbeiläufst in der Beziehung. Kann ich auch nichts für. Das echte, reale Leben. Was muss ich hier mit ihm machen, hier? Bombe drauf? Mit einem Steini Boy? Ja. Ja, gute Frage. Wenn das jetzt hier mal stehen würde, würde ich dir sagen. Ich habe nur eine Bombe, deswegen möchte ich hier eigentlich ungerne. Ich gucke. Der Vasenlift. Ah, das heißt Vasenlift. Ah, okay. Ich weiß schon. Mehr sagt dazu nicht. Muss ich auch nicht, glaube ich. Fahr hoch. Du Wieso? Hast ja ein Craft-Armband. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass ich da durchgehen kann hier. Okay. Ah, brauche ich auch gar nicht, weil hier steht auch eine. Sehr gut. Okay. Aber hier muss ich sowieso noch nicht hin. Nein. Weil du den Boss-Schlüssel noch nicht hast. So ist es. Diabolische Astralkörper als Wächter der Kraft. Naja. Ach, da waren wir schon quasi. Begegnung mit dem Djinn. Das wirst du denn schon schaffen. Das ist, glaube ich. Da stand doch was von erst den Hasen und dann. Ja, genau. Hier, der Hase, eine Fledermaus und ein Skelettritter. So, und du musst erst den Hasen und zuletzt den Ritter. Ja, das ist natürlich jetzt dumm. Ist an dieser Stelle jetzt gerade in dem Moment gerade ein bisschen unpraktisch. Hm?
respawnen die, wenn man alle gekillt hat und nochmal reinkommt? Bestimmt. Wird's ja alles nix. Dann muss das, muss irgendwie... Irgendwie müssen die ja respawnen. Geil, man kann ja sogar draufjumpen. Nice. Was soll das der, jetzt hier? Der Boss ist etwas nervig, schreibt Remu. Ja. Wirst du schon schaffen. Da brauchst du auf jeden Fall für den Boss brauchst du das Craft-Armband. Ich muss jetzt, glaube ich, echt hier, um das zu resetten, aus dem Dungeon raus. Kann das sein? Das gibt's da nicht. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Nee. Fake News, Alter. Na, jetzt kommt's. Das ist jetzt ja gerade Kapitel 6, ne? Ja. Das nächste Kapitel ist Kapitel 6. Oh. Es gibt einfach zwei Kapitel 6. Das finde ich okay. Nicht in Ordnung. Nee. Und danach kommt Kapitel 8. Also, die haben hier leider... Ich finde auch jeden Fehler, ne? Es ist ätzend, wirklich. Als hätte ich für sowas eine Antenne, Alter. Antenna. Pflanzen. Schon wieder das gleiche Thema. Wollen wir über Pflanzen reden? Was meinst du? Hast du die Reihenfolge noch im Kopf? Erst den Hasen. Dann die Fledermaus. Ja, ja. Pflanzen, mach mal. Ja, wissen wir ja nicht viel drüber quatschen, aber was sagst du denn zu der Cannabis-Legalisierung? Betrifft dich das? Vielleicht wäre das was gegen dein entzündetes Knie. Ja, ist das so? Weiß ich nicht, vielleicht. Das könnte man ja mal ausprobieren. Du dürftest es jetzt ausprobieren? Ja, nee, also mich betrifft es nicht. Nö. Es gibt ja derzeit Punkt. Es gibt ja derzeit quasi noch ein Problem. Ein logistisches Problem quasi. Also gehen wir mal jetzt komplett davon aus, dass wir selbstverständlich uns nur im Rahmen des Gesetzes bewegen wollen. Ich weiß gar nicht, wie informiert du da jetzt zurzeit gerade bist, aber es gibt ja zurzeit noch das logistische Problem, dass man zwar schon legal kiffen, aber nicht jetzt in diesem Moment eigentlich keine Chance hat, legal an Gras zu kommen. Mhm. Weil man es quasi nirgendwo kaufen kann, / darf, und man natürlich selber Pflanzen haben darf und selber anbauen darf, aber das natürlich auch nicht von heute auf morgen so geht. Weißt du? Und du darfst auch keine Pflanzen kaufen, die quasi schon erntebereit sind. Das wäre dann quasi, als würdest du direkt also Gras kaufen. Das darfst du nicht. Du musst also Stecklinge oder Samen oder sowas kaufen und dann halt erstmal anbauen. Und das dauert natürlich dann erstmal bis, keine Ahnung, frühestens, glaube ich, Herbst, bis die Pflanze dann blüht und dann überhaupt irgendwas damit passieren kann quasi. Mhm. Das ist ein bisschen blöd. Und diese Clubs, in denen das Gras weitergegeben werden kann und so und auch verkauft werden darf nachher und so. Also die Flasche zuerst, ne? Die muss weg. Mit dem Craft Armband. Ja, aber schubst mich weg. Link steht dem Herrscher der Kotte gegenüber. Mit Schwerthieben bringt er die Flasche zum Stillstand und wirft sie dann so lange gegen die Wand, bis sie zerberstet. Dass diese Clubs gibt, das dauert ja auch noch auf jeden Fall bis Sommer. Remo schreibt, finde ich persönlich gut. Aktuell kannst du halt kein legales Gras konsumieren. Ja, weiß nicht, ob das... Also gut in Anführungsstrichen. Wäre ja irgendwie auch cool gewesen, mit der Legalisierung von Cannabis auch eine Möglichkeit zu schaffen, legal dann überhaupt an etwas Konsumierbares zu kommen. Aber
Vorausgesetzt, es betrifft einen und man möchte das überhaupt. Das ist ja sowieso nochmal. Aber mal ganz abgesehen davon, ich finde das grundsätzlich erstmal. Grundsätzlich ist es natürlich eine politische Thematik und wir sind ja hier immer sehr unpolitisch, aber grundsätzlich sind wir beide uns auch sehr einig, dass die Leute doch einfach am liebsten machen sollen dürfen, was sie bitte möchten, solange es niemandem schadet. Ne? Ich glaube, das ist so die moralische Einigkeit, auf die wir uns hier durchaus einigen können. Und von mir aus könnten sich die Leute auch jeden Tag LSD reinziehen. Mir ist es doch scheißegal halt. Ne? Sollen sie machen, solange sie halt nicht zugedröhnt im Straßenverkehr eine Gefahr darstellen oder so, aber das dürfen sie ja auch nach wie vor nicht. Also genau. Und ich finde halt, ich so persönlich finde halt auch vor allen Dingen Kinder- und Jugendschutz wichtig. Das ist mir aber bei Tabak und Alkohol genauso wichtig. Ich finde es einfach gut, dass man da keinen Unterschied mehr macht. So. Werde ich jetzt deswegen gleich zum Kiffer? Die Frage muss sich ja irgendwie jeder selbst beantworten. Aber ich glaube, entweder du bist schon Kiffer oder du wirst es vielleicht mal ausprobieren oder so, aber du wirst ja jetzt nicht gleich irgendwie von heute auf morgen da. Oder? Nö. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe ein sehr großes Gewächshaus im Garten. Und ich werde probieren, ob man das so da drinnen mal anbauen kann. Denn ich habe auf jeden Fall gelesen, dass so nach dem Motto, überall wo Tomaten wachsen, wächst also auch Marihuana. Und warum nicht mal ausprobieren? Ich trinke auch mal ein Bier oder so. Aber ich muss da natürlich auch gucken, ne? Mit Kind im Haushalt und so. Ich find's einfach cool, dass das den Weg nimmt, das auch mal so ein bisschen zu enttabuisieren, denn das hat's halt, so schlimm ist es halt nicht, dass es das irgendwie verdient hätte. Ja. Und langfristig wäre es natürlich schon für alle irgendwie auch ganz geil und sehr schön, wenn man dann durch so eine Legalisierung es irgendwie schaffen kann. Ob wird sich zeigen, ne? Aber vielleicht irgendwie schaffen kann, dem Schwarzmarkt da vielleicht ein bisschen Einhalt zu gebieten, indem man es einfach unattraktiv macht. Das hoffe ich natürlich sehr. Das ist so meine Passion zum Thema. Kannst du dich da... Damit kann ich mich anfreunden. Kannst du dich da so wiederfinden? Ja, finde ich in Ordnung. Das heißt, wenn du das nächste Mal bei mir bist, dann bitte im Herbst, damit wir richtig schön stoned ein Video aufnehmen können. Das wäre geil. Das wäre auf jeden Fall bisher noch nie da gewesen. Stone-Kommando, Alter. Top. Du hast das Triethorn-Schorn erhalten. Triethorn-Schorn. The Triton Shorn. Also ich finde, das hätten sie auch übersetzen können, ne? Triton Shorn. Sehr schön. Guck mal, weißt du, wo ich vom Thema rede, in dem nächsten Kapitel, nennen wir es Kapitel 7, auch wenn hier steht Kapitel 6, geht es um die 5 goldenen Blätter. Die sehen so aus. Warte. Ja, warte. Hier, wie sehen die aus? Ah! So sehen die aus. Okay. Also, das sieht doch fast so aus wie das, worüber wir gerade geredet haben. Nur halt irgendwie anders. Rückkehr ins Möwendorf. Echt? Nö. Ja. Struppi musst du abgeben. Ja, nee, der hat mir doch noch gar nichts gezeigt. Ich habe noch nicht eine Taschenmuschel gefunden. Aber die Besitzerin gibt dir einen Kuss. Wenn sich das nicht lohnt, weiß ich auch nicht. Und dann musst du ins Reformhaus. Was muss ich da schon wieder für 300 Tacken kaufen, obwohl ich nur 52 gesammelt habe bisher? Jetzt gibt's hier gleich ein bisschen Lore. Das Schloss Canalet heißt das nächste Kapitel. Es geht zu Richard, dem Prinzen aller Frösche. Genau zu dem.
zu dem geht es jetzt. Prinz Richard, der ja in diesem sozusagen ein Cameo hier hat. Das ist ja der, na, der Dude aus dem Frösche-Game. For whom the bell tolls. Ja, genau. For whom the frog tolls, oder wie das heißt. Genau. For whom the frog bells. Weiß ich auch nicht. Weißt du schon, ne? Für wen der Hund, der Frosch bellt. Wo der Frosch die Locken hat. Sagen wir es auch, wie es ist. Ja. Guck mal. Ich mach mal kurz einen Haken an das Cannabis-Thema. So. Darüber haben wir auch schon gequatscht. Recordings habe ich auch schon. Ach so, wusstest du, dass meine Band inzwischen einen Namen hat? Nee. Und sie ist nicht Marcellos Gang. Oder nicht Marcel and the Gang. Wäre eigentlich geil, ne? Marcello and the Gang. Earth, Wind and Marcello. Oder King. Nee, meine Band. Voll so einen ernsten Namen. Was ist denn das hier? Was ist das denn? Geil. Spring rein, Alter. Bist du sicher? Teleporter ist das. Wohin teleportiert's der mich? Das ist die Frage. Nee. Ich glaube zur Telefonzelle, oder? Telefonzelle, ey. Hier ist eine Telefonzelle. Ja, ruf doch mal an. Du. Da bist du jetzt. Okay, also pass auf, ich lese mal kurz vor. Du willst also jetzt beim Teleporter nach rechts und dann ist da aber ein steinerner Moblin, der den Weg versperrt. Nach rechts? Mhm. Der lässt sich vielleicht durch eine kleine Bombe dazu überreden, sich in Luft aufzulösen. Genau, hier den Weg weiter einfach. Ey, der Struppi sagt, der hat mir noch nicht ein Ding hier. Und da ist auch eine Wand, die kaputt. Ich habe nur noch eine Bombe, Alter. Ey. Ja, aber er zeigt dir eh keine Bomben. Er zeigt dir ja nur hier Dings. Achso, wie heißt jetzt die Band? Small Things Beauty heißt meine Band. Ja. Das Schöne in kleinen Dingen. Das ist doch ein schöner Name, oder? Ja. Honig, das kommt später. Ah, hier ist der Stein. Steinmobby. Den kannst du mal. Dankeschön. Findet GameMod findet den Namen super. Bin auch sehr zufrieden. Haben wir lange überlegt, es ist mit Bandnamen, es ist wie mit Kindernamen. Entweder man hat es oder man sucht noch. Es geht nicht irgendwie sowas von wegen, ich schreibe ihn erstmal auf und vielleicht nehmen wir ihn dann später, weil dann ist er es auch nicht. Ja? Du hast selber ein Kind. Du hast auch schon mal ein Kind benannt. Das ist bei der Band nicht anders. Wirklich wahr. So, jetzt gehst du nämlich da weiter. Jetzt bist du nach unten gelatscht, ne? Oh, ja, Mann. Ja, hier, da ist der Prinz. Geh mal Froschprinz. Hin. Ja, ist ja gut. Oh nein. Was sagt er so? Erzähl mal. Ich muss ohne das Vieh wiederkommen. Ey, in den anderen Häusern bleibt der Drecksstruppi draußen. Hier geht er mit rein und jetzt spricht der Sack nicht mit mir deswegen. Ist ja echt ein Spack. Aber ich hab gesagt, du sollst ihn zurückbringen. Oh. Sorry. Dann benutzt doch den Teleporter mal und guck mal, wo er dich hinbringt. Nee, warte mal. Echt jetzt? Nee, komm. Hier, ja, warte, ich will. Mach doch. Wofür habe ich den Drecksstruppi, den er da jetzt die ganze Zeit. Ich will, dass er mir hier erstmal. Der muss mir doch irgendwas bringen. Den Drecksschnuffi, Alter. Der muss mir doch was bringen. Alter. Tja. Oh.
in den Teleporter. Jetzt bleibt der Sack da, dachte ich schon, ey. Dann musst du ihn wieder abholen. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Das hat überhaupt nichts gebracht. Du musst beim Schleimsumpf südöstlich in eine Höhle rein. Aha. Was denn jetzt? Ich denke, ich soll ihn zurückbringen. Ja, du sollst ihn zurückbringen. Wann kommt der Zelda Tears of the Kingdom Stream? Schmatz. Ja, toll, danke. Ciao. Kuss von Madame Miu Miu. Miu Miu. Zufrieden? Den muss ich erstmal googeln. Hier. Hey, ein tolles Motiv. Ich nenne es Linky und Struppi. Jetzt kommt der Fotograf hier hin, oder was? Jetzt? Ich hab doch schon ein Foto gemacht. Was will der überhaupt? Grrr. Vor allem jetzt kommt, du musst beim Schleimsumpf südöstlich in die Höhle rein. Ach sorry, da warst du ja schon. Lass uns doch einfach machen, Freunde. Das wird schon. Es wird alles gut. So, jetzt kannst du zu dem Froschkönig hingehen da. Gab es nicht in der Nähe ein Herzteil? Mit Kraftarmband müsste es funktionieren. Ja, das stimmt. Auf dem Weg zum Wald. Da gibt es ja diese Höhle, ne? Weißt du noch? Nee. Da kannst du eigentlich nochmal kurz einen Abstecher machen, finde ich. Also nach links, oder was? Ja, nach links oben da, zum Wald in die Richtung. Da gab es diese eine Höhle, wo du die Steine verschoben hast, weißt du? Um da durchzukommen. Ah, da wo die grünen Skelette da... Ja, genau. Ja. Verstehste. Kann ich eigentlich das... Ja, kann ich. Nice. Kann ich ihn auch? Nee, denn der Fuchs lässt sie nicht hochheben. Ist ja auch ein Fuchs, ne? Der ist aber voll süß. Voll süß. Da in diesen Brunnen reingefallen? Bist du da eigentlich schon reingefallen? Nee, glaub nicht. Ja, mach mal, da ist glaube ich ein Herzteil, oder? Schauen wir mal. Ja, Sigi. Nice. Das ist so das erste Herzteil, was man findet. Wenn es im Guide steht, schon. Da bist du eher, steht es natürlich nicht. Ne? Nein, steht nicht drin. Nee, steht nicht drin. Schweinerei. Oder es ist noch in ganz am Anfang und du hast gesagt, komm, scheiß drauf, ich gehe sofort in den Wald. Das kann passiert sein. Oh. Nee, es steht auf jeden Fall nicht hier im, nö. Wo war das? War das hier? Hier war das, glaube ich, ne? Mhm. Wie findest du die Mucke? Ja, nice. Hammer. Zelda finde ich immer nice. So wie Castlevania oder Mega Man, geht immer. Richtig so. So, da ist es. Na, siehst du mal. Ganz einfach. So, da sind wir jetzt auf dem Weg zum Dings, ne? Froschkönig. Den Weg findest du. Ja, warte mal, hier war ich. Habe ich das noch nicht offen gehabt? Anscheinend nicht. Oh, super. 50. Naja, gut. Oh, haben oder nicht? Das hätte uns vorhin auf jeden Fall ein bisschen Zeit gespart. Müssen ja bestimmt nochmal was kaufen, oder nicht? Was muss ich jetzt? Jetzt musst du zum Froschkönig da. Ah ja, zum Froschkönig. Guck mal, da ist auch was. Mhm. Du kannst ja auch gerne so ein bisschen Exploration betreiben. Eine Zaubermuschel. Bring! Hm.
Also wir kommen ja ganz gut voran, ne? Wenn man überlegt, es ist jetzt 21 Uhr und wir sind in Kapitel 7. Ja, aber... Ich glaube, dass der Schein so ein bisschen trügt. Aber was machen wir denn, wenn wir morgen fertig werden? Das ist ja auch... Dann machen wir Freitag Pause. Dann machen ist es Freitag. So. Und dann habe ich aber völlig zu umsonst... ein drittes Thumbnail gemacht. Ich würde sagen, wir machen das anders, Digga. Jetzt kommt's. Pass auf, Kapitel 8, ne? Kapitel 8 ist nämlich ein ziemlich umfangreiches Dungeon. Nämlich die Teufelsvilla. Das klingt ja wild. Ja, ist sehr wild. Mit zwei Etagen auch. Also da ist schon ein bisschen wilder. Mit Dodongo-Schlangen. Dodongo. Nice. Und Pegasus-Stiefel kriegst du da. Mhm. Und ich würde sagen, da danach nämlich ein ziemlich krasser Cut kommt, glaube ich, inhaltlich, würde ich sagen, dass wir da vielleicht für heute dann Schluss machen. Boing. Ehrlich, dass wir uns da verzetteln dann am Ende. Ja, ich traue uns aber auch durchaus zu. Da haben wir schon quasi... Dann haben wir mehr als die Hälfte der Kapitel. Oder genau die Hälfte. Ziemlich genau die Hälfte. Hä? Obwohl wir drei Termine haben. Das sind doch 18. 18, ja, das stimmt. Ich dachte 16. Ja, mal gucken. Das sind auf jeden Fall noch einige Seiten im Guide. Also ein bisschen was haben wir noch vor uns dann. Nein, ist doch noch nicht Schluss, Freunde. Und wir müssen ja auch noch, also man muss auch noch überlegen, dass wir ja auch ein bisschen menschlich gesehen ein bisschen Energie brauchen die nächsten Tage. Deswegen können wir jetzt nicht heute gleich den 8-Stunden-Marathon machen. Dafür sind diese mehrtägigen Streams nicht ausgelegt. Ja, aber wir können auch nicht um 22 Uhr schon Schluss machen. Nee, oder? Das stimmt. Nee, das können wir auch nicht. Aber noch ist ja auch nicht aller Tage Abend. Das ist richtig. So. Wir überlegen ja nur ein bisschen Struktur in die ganze Sache zu bringen. Heute übrigens scheint sehr viel lieber Fußball zu schauen. Das ist eine ziemliche Frechheit, finde. Was? Nichts. Er sei gegrüßt. Na also. Ein König vergangener Dynastien. Ne? Lies mal vor, was der ja, da so... Na, schon vorbei. Schloss verlassen, musste in die Villa, möchte den Schlüssel zur Urunga-Steppe. Ja, Gepär. Ich kann ihm helfen für eine kleine Gegenleistung. Er möge mir erst die goldenen Blätter bringen, die ich bei der Flucht verloren habe. Jau oder nee? Jau. Großartig. Finde er alle fünf? Findet er. Vergiss er nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Aha. So. Und jetzt? Jetzt gehst du in Richtung, also wieder den Weg zurück quasi. Und dann Richtung Norden. Ich verfolge deinen Weg mit meinen Blicken. Richtung Norden. So ein bisschen, ja. Ja, Norden kann man sagen. Also rechts. Da rechts. Hoch. Weiter hoch. Dann rechts hoch. Genau, bei der Telefonzelle. Nochmal einmal rechts. Das ist auch, ich habe ja jetzt immer die Gesamtkarte hier und die entspricht natürlich nur auch nicht der Screen-Aufteilung. Ne? Das ist auch mal so ein bisschen, was man gucken muss. Und hier nach oben ist nämlich der Weg zum Schloss. Es dauert nicht lange, da erreicht Link das Schloss. Link findet jedoch keine Möglichkeit, hineinzugelangen. Südöstlich des Schlosses jedoch trifft Link auf einen Affen, der nach Bananen verlangt. Ich glaube, das ist der Anfang der Tauschquest. Jetzt macht er hier ein Foto schon wieder, der Lurch, oder was? Mit King Richard, Alter? Das gibt's doch nicht. Ist ja geil.
Also was war jetzt hier? Nach rechts oder was? Oder links? So, südöstlich, habe ich gesagt. Südöstlich trifft Link auf einen Affen. Naja, das ist nicht südöstlich, das ist süd. Der nach Bananen verlangt. Link gibt ihm diese. Was? Worauf er sich dieser mit dem Pop. Ja, du brauchst also Bananen. Hast du denn eine Idee, wo man Bananen herbekommen könnte? Bei Aldi. Hat er gesagt, Banane haben wollen und so? Weiß ich doch nicht. Ich klicke den Text immer schnell weg. Junge! Du musst das Spiel. Chiquita! Kiki der Affe, Hunger! Kiki Hunger hat! Nein, der fragt nicht nach einer Banane. Der sagt nur, dass er Hunger hat. Ja, gut. Auf dem Schlossgelände gelandet. Achso, ja, da brauchst du Bananen. Wo könntest du Bananen finden? Im Strand. Das glaube ich auch. Das ist jetzt hier nämlich die Suchquest, ne? Diese Sammelquest-Geschichte. Bananenhändler am Strand. Naja. Jesse, guten Abend zusammen. Schade, jetzt erst gesehen, dass die Stream komme gerade aus dem Krankenhaus. Hatte eine kleine OP. Dann würde ich sagen, leg dich mal schön hin. Lass dich bedienen. Oder leg dir was bereit, damit du nicht ständig aufstehen musst. Und dann lässt du dich von uns ein bisschen in deiner Genesung unterhalten. Gute Besserung, was auch immer für den OP das war. Ja, gute Besserung. Kommandos, habt ihr das neue Contra gespielt und wie findet ihr es? Was sagst du dazu? Ich nicht. Ich. Du findest es nicht. Steht bei. Ich hab nicht gespielt. Ich warte auf. Also die Disc-Version für die PS5 werde ich mir zulegen und dann gucke ich mal rein. Aber Demo und so alles nicht gezockt. Ich habe die Demo gespielt und fand es nicht so geil. Ja. Ja, ich muss auch sagen, das sieht von den Trailer-Videos auch sehr schwierig aus. Das ist, glaube ich, auch nichts für mich. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem werde ich es mir mal zulegen. Du wirst selber in Erfahrung bringen wollen. Finde ich gut. Jetzt geht's erstmal zum Bananenmann. Ah, Krokofant. Nice. Erwin. Willkommen im Bananenhimmel, Alter. Alte Zahnbürsten. Geil. Ja, und jetzt? Tja. Was jetzt? Gibt es denn hier eigentlich... warte mal. Gibt es hier vielleicht irgendwo... Ich guck mal eben, ob es eine Zusammenfassung von dieser Sammelquest gibt. Weil die kriege ich nämlich auch nicht so auswendig hin. Die Zaubermuscheln. Boah, hier gibt es einen Zaubermuschel-Guide, Alter. Na, und einen Herzteile-Guide gibt es auch. Was hältst du davon? Finde ich gut. Aber diese Sammelquest, gibt es die hier auch irgendwo zusammengefasst? Das wäre natürlich auch nochmal nicht schlecht. Damit das ein bisschen schneller geht. Und sonst müssen wir ein paar Tipps aus den Kommentaren bekommen. Ah, ein Tipp steht schon in dem Chat, kann ich dir ja kurz mal sagen. Ein Tipp wäre zu versuchen, zurück ins Dorf, um die Yoshi-Puppe mit einem Kind zu tauschen. Während du das mal versuchst, versuche ich mir mal hier kurz die Sammelquest. Weil hier steht nämlich quasi als nächstes im Guide einfach nur, mach die Sammelquest. So. Toller Guide, ey. Gib dem Affen eine Banane. Das steht jetzt hier.
Welches Kind überhaupt? Eins von den beiden Arschlochkindern da? Ah, oder? Pass auf, Yoshi-Puppe. Im Haus der Großfamilie kann man die Yoshi-Puppe gegen eine Schleife eintauschen. Wo ist denn die Großfamilie? Das Haus der Großfamilie. Ah, ja. Wahrscheinlich hier. Warte mal. Rechts. Das findest du. Hoch. Da ist ein großes Haus. Und die Schleife geht an ein Hippo-Mädchen, oder? Die Schleife bringt man zu Schnüppchen, dem kleinen Kettenhund von Madame Miu Miu, der sich in der kleinen Hundehütte neben dem Haus aufhält. Aha. Okay. Das ist jetzt halt schon irgendwie hart ge... cheatet hier. Aber so ist es halt. Zu Struppis Mutter. Genau. Dann kriegst du nämlich Dosenfutter und dann kannst du nämlich zu Erwin. Verstehst du? Verstehst du das? Erwin sammelt ja auch Dosenfutter. Die Schleife. Oh Mann. Okay. Auch geil zu sagen, nö. Nö. Ich weiß nicht, ich finde diese Tauschquest hier in diesem Spiel eigentlich total witzig und ja irgendwie auch echt ikonisch. Aber wenn solche Quests in modernen Spielen drin sind, ne, krieg ich Pickel am Arsch, wirklich. Ich hasse das. Genau diese Dose fehlt in meiner Sammlung. Namen. Da sind ein paar Bananen, Wumms. Guter Deal, Baby. Und das war dann schon jetzt die Tauschquest, oder was? Nee, du gehst jetzt erstmal die Bananen natürlich abliefern. Am Affen dran. Affen dran. Als der nämlich die Bananen sieht, ruft er seine Freunde, die eine Brücke über den Burggraben bauen. Und dann bleibt etwas, was du an dich nimmst. Dann lassen wir es erstmal. Die Tauschquest ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Echt jetzt? Sachen lang und du hast jetzt gerade mal die vierte Sache oder so. Aber die, wir müssen das jetzt nicht alles jetzt machen, sondern das kommt so nach und nach sowieso. Ne? Mhm. Ist quasi der Start. No. Die Suche nach den 5 goldenen Blättern. Auf dem Schlossgelände gelandet, entdeckt Link verborgen unter einem Busch einen geheimen Gang. Eine geheime Gang, die ihn ins Innere des Schlosses führt. Dort angelangt, beginnt er sofort die Suche nach den goldenen Blättern. Um sie zu erringen, benötigt er mal das Schwert, mal eine Bombe, Obacht. Oh oder nein, ich hab keine mehr. Du kannst dir welche kaufen im Shop. Nee! Oder klauen. Oh, hör auf. Du hast aber 200, du hast 200 Tacken auf Tash. Ja, aber ich war gerade schon am Shop. Wieso finde ich denn keine Bomben? Was ist denn das für eine Rotze? Kiki oder nein, kann ich auswählen. Kiki freut sich. Affen kommt bedanken. Uka Uka. Bau Brücke. Ein Stück. Ein Stückchen. Das Stückchen, das behalten wir schön. Das behalten wir erstmal.
Ich glaube, das Ende der Tauschquest ist optional. Ja, das kann sein. Ich habe hier jedenfalls die... Du gehst einfach ohne Bomben rein. Mal gucken, Sigi. Oder? Ja. Find doch bestimmt welche. Das ist der Spirit. Einfach mal, man muss auch einfach mal... Man muss es wagen. Also, du musst jetzt die 5 goldenen Blätter finden. Das ist quasi das nächste, was im Guide steht, ist, nachdem Link die 5 goldenen Blätter gefunden hat. Das heißt, ich kann mich jetzt auch mal eine Runde zurücklehnen. Ich wollte vorhin mir noch irgendwas zu schnabulieren mitbringen. Das wäre jetzt natürlich ein perfekter Zeitpunkt, aber ich soll ja auch nicht so viel essen. Und deswegen lasse ich's. Außerdem will ich dir, wo du gerade schon Hunger bekommst, hier nichts vornaschen. Aber ich glaube, morgen brauche ich mal vielleicht das ein oder andere Stück. Ich habe so geile gefriergetrocknete Früchte und so. Ich habe so geile Steaks. Geile Steaks und geile Burger noch von vorgestern hier rumliegen. Ach so, schön Burgi, ne? Könnte ich auch mal wieder haben. Könnte ich auch mal wieder machen eigentlich. Ich glaube, wenn du mich das nächste Mal besuchst, ne, dann mache ich Burger für uns. Nice. Es sei denn, ihr seid jetzt inzwischen, also kannst du dir dann aussuchen, ob es vegetarisch sein soll oder mit Fleisch. Nö, das kann dann schon. Ich kann auch sehr, sehr, sehr geile vegetarische Patties ja, machen. Nee. Ich könnte auch mal wieder... Pulled Chicken machen, Alter. Das finde ich auch richtig geil. Bei uns ist so... Weiß ich gar nicht. 50-50. 40-60. Irgendwie sowas. Inzwischen. Also, ja. Fleisch ist reduziert, aber es ist nicht, dass wir gar kein Fleisch mehr essen oder so. Wie einfach den ganzen Schlossgarten umgräbt. Ja, sicher. Ja, klar, Alter. Muss sein, wenn ein Gärtner kommt, der hier nicht. Vor allem brauche ich Bomben. Und dieser eine Rabe da auf dem Baum, der nicht runtergekommen ist, da muss ich wahrscheinlich gegen den Baum laufen, denke ich, oder? Das könnte vielleicht sein, mit den Schuhen, ne? Genau, aber hoffentlich hat er dann kein Blatt, weil das kriege ich ja erst, die Schuhe kriege ich ja erst später, ne? Ja, die Schuhe kriegst du erst später. Das wäre auch, also das wird der, das, ja, wobei den Guide traue ich alles zu. Aber es wäre ja schon sehr dumm. Alex schreibt bei mir, hat es mal eins der goldenen Blätter auf die Burgmauer geglitscht. Da kam ich dann nicht mehr ran, da das Blatt den Status gedroppt hatte und beim Screenwechsel dort liegen blieb. Das ist natürlich nicht so geil. Er hat offensichtlich genug Bomben, Alter. So, eins habe ich's. Eins habe ich's. Eins hab ich. Ich kann nicht mehr reden, Alter. Mhm. Eins habe ich's. Eins hab ich. Eins habe ich. Ein Blatt hast du schon. Ja, dann mache ich uns schöne Burgies, Alter. Geil. Aber gerne doch. Ich würde dir auch voll gerne mal mein neues Haus zeigen, Alter. Ja, es wird Zeit. Es wird Zeit. Sonst, wenn du noch länger wartest, wohnt hier irgendwann nur noch mein Kind. Ey, habe ich nicht jetzt gleich schon den kompletten Burgwall einmal abgegraben? Übrigens, mein Stichwort mein Kind, ne? Mal ganz kurz nebenbei bemerkt. Weißt du, was die heute gekriegt hat? Ihr erstes Auto? Nee, fast. Ein Schulranzen. Ein Schulranzen, okay. Bescheuert. Es geht schnell. Kriegt das Kind plötzlich einen Schulranzen, Alter. So, jetzt habe ich wirklich hier alles umgegraben. Ja. Dennis hat schon gut die Stelle gut erkannt, an der eines der güldenen Blätter verwahrt ist. Doch wie kommt er da ran?
Hab ich? Hab ich nicht. Hm. Achso, hier, der Vogel hier, oder was? Vielleicht ist es der Vogel. Vielleicht liegen dort zwei Steine. Vielleicht kannst du eines der Steine... Nee, ne? ...einen der Felsen mal dagegen schmeißen. Wäre so meine Idee. Tatsächlich. Und da ist es. Ah. Siehst du mal. So. Und jetzt? Im Schloss. Ach so. Ich, sind die anderen. Im Schloss kann ich auch noch rein, genau. Ist auch eine Option. Du kannst auch noch 10 Mal rumgraben. Das geht natürlich auch. Nee, lieber im Schloss rein. Ah. Dann mach mal hier, guckst du mal ein bisschen. Ah! Nummer 3. Komm, ey, ich brauche hier noch nur eine Bombe. Wieso finde ich hier nichts? Das kann doch nicht sein, ey. Welche Gegner droppen denn Bombs? Alte F1 Games hat geschrieben: Hallo, ich besitze 3 DS Lite, 1 2 DS, 1 Wii, 1 Switch Lite OSW. Habe ich geschrieben: Glückwunsch, ich habe eine Motorheckenschere. Motorheckenschere, beste Leben. Kann ich nur empfehlen. Schön, die Makita, die macht alles platt. Gartenarbeit, ne? Das ist was, das hab ich früher so gehasst, Alter. Da konntest du mich echt mit jagen, das ist... Und heute, ey, bin ich voll so der Garten-Nerd. Schlimm. Also super. Schlimm im Sinne von super. Du hast ja auch einen Garten. Was hast du da schon, bist du da schon tätig geworden in diesem Jahr? Ja, eine Bombe. Nee, gar nicht. Hast du da was angepflanzt? Nee. Also das ist, anpflanzen hier, das ist... Sache deiner Frau. Sache meiner Frau. Die hat da die letzten Jahre hat die da, war die da sehr aktiv, aber dieses Jahr auch nicht mehr. Du bist eher der Mann fürs Rasenmähen und die Garten, automatisierte Gartenpflege. Ich bin eher der Mann für, ich esse das, was geerntet wurde. Ah, okay, ja, auch das muss ja jemand machen. So. Und jetzt hier steht noch als Tipp, da ist an irgendeiner Tür eine Vase. Also jetzt nicht in diesem Raum offensichtlich, aber in einem anderen. In dem Raum gibt es irgendwie einen Trick. Offenbar. Gibt es hier irgendwas, was man ziehen kann? Die Vase gegen die Tür werfen. Aha. Das ist deine Idee? Okay, wird ausprobiert. Was? In welchem Zelda-Spiel ging das denn? Das ist unnormal, wirklich. Das meinte ich vorhin so mit kryptisch, weißt du? Also es gibt das ein ging paar echt Sachen, noch nie. Es gibt so ein paar Sachen, die sind völlig kontraintuitiv, finde ich auch. So, wie viele Viecher hast du jetzt? 4? 4. Nummer 5 fehlt noch und ich habe inzwischen eine Bombe. Das ist doch bombig. Ja. Aber ich glaube, wer 4 Blätter findet, findet auch ein 5. Oder? Hast du denn Ausschau gehalten nach bebombbaren... Nee, jetzt nicht so. Also, nee, hab ich nicht. Aber du hast eine zweite Bombe, Alter. Kannst ja richtig verschwenderisch mit umgehen. Musst du vielleicht in eins der Löcher reinfallen? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Da links ist ein Raum mit 2 eingemauerten Gegnern. Dort musst du eine Bombe dran werfen. Wo? Links ist. Links ist ein Raum mit 2 eingemauerten Gegnern. Alte Mann zockt SNES, will, dass wir nicht zu viel helfen. Ja, aber ihr wollt ja auch nicht hier eine Stunde beim Blättersuchen zugucken.
Da unten. Wieder runter, wieder zurück, da die Treppe runter. Da, die. Gegen die Viecher, gegen die da in der Wand eingemauert sind, da. Eine Bombe schmeißen. Huff. Na, siehst du mal. Voll. Na, guck mal. Ja, Kieler genau. Sprotte, ein Abend aus Kiel. Ja, moin, moin, Hummel, Hummel, mein Freund. Sieht schön aus in Farbe. Ich hatte es damals für den originalen grauen Kasten. Guck mal, was ich hier hab, Alter. Wollte ich nochmal kurz. Guck mal. Nice. Ich hab mein Gameboy noch behalten. Ist doch auch cool, oder? Ja. Das bringt mich auf eine Idee. Hier, Link's Awakening hätte ich eigentlich auch gerne nochmal zip. Nur die Batteries sind natürlich nicht mehr drin, aber sonst habe ich hier noch den Gameboy, mit dem ich auch echt gerne gespielt habe. Und was ich auch noch habe, ist dieses Frosch-Game. Das hast du behalten? Das habe ich behalten, ja. Cool. Fand ich geil. Wie lange ist das so? Hast du das durch? Das habe ich durch. Das kann man, weiß nicht, in wie vielen Sessions habe ich das gespielt? Auch so, 2-3 Stunden? 2-3 Stunden? Nee, Sessions. Keine Ahnung, wie viele Stunden. Ich habe da nicht gezählt. Ist vielleicht auch mal was. Welche Games kannst du mit der Motenheckenschere spielen? Nee, die Frage ist falsch. Die Frage ist, wie viele Hecken kannst du mit einem 3DS schneiden? Technische Maschine drauf und los. Los geht's. How long to beat? Mal gucken, was How long to beat sagt. Oder? Jo. Wie heißt es denn nochmal? For whom the bell tolls, oder nicht? Nee. Das ist Song von Metallica, Mann. For whom the bell tolls. Ich dachte, das heißt so. Nee. For the frog the bell tolls. For the frog the bell tolls. So heißt es doch. Kairo Notame di Kane Wanaru. 6 Stunden. Aber was mache ich eigentlich? Ich muss ja zum 6 Stunden Prinzen, Alter. Zurück. 6 Stunden, ja, das geht doch. Und das kennt keiner, guckt lass keiner zu, aber das ist doch ein geiles Game, oder nicht? Ja, lass auf jeden Fall mal, das ist richtig geil. Also ich finde es, ich weiß, meine, ich habe ja auch gesagt, Dings ist geil hier. Das lässt dich nicht los, oder? Hey, das tut mir wirklich leid. Das lässt mich echt nicht los. Aber Kairo no Tame ni Kane Wanaru ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Wirklich geil, das ist echt cool. Das spielen wir mal, das ist geil. Lass mal machen. Ist das auch ein Action-Adventure oder was ist das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, ist ein Action-Adventure und ich habe es komplett ohne Guide gezockt auch. Nice. Und das war linearer, würde ich sagen. Das ist cool, das hat so mehr 2D-Elemente auch. Das ist geil. Das ist echt geil. Lass mal machen. So, jetzt gehst du zum Richie Boy zurück, ne? Zum Rich Kid. Bin ich doch schon durch. Ach so, sorry, hab ich nicht gesehen. Hast du denen schon die Blätter gegeben, oder was? Ja, Sigi! Ach so, du bist jetzt im Geheimgang. Ah, sorry, ich bin jetzt in Lahm. Hier, wie viel Muscheln gibt's eigentlich? Oh, 14 oder so? 14? Oh, ich hab 4 schon mal. Nee, 17. Nee, 26. Oh! Ja. 40. Aber 800! Du hast 1436! Ich habe darüber ja einen Almanach. Ich weiß also die ganzen Orte. Wir können also mal eine Zaubermuschel und eine Herzteilsuche zwischendurch einschieben. Dann können wir gucken, welche wir schon haben und so. Ich hake dann einfach hier die ab, die wir schon gefunden haben. Im Guide. Ja, nein, bitte nicht. Doch, hier sind so Kästchen, wo man haken machen kann. Mach ich einfach mit dem Edding. Nein! Ab. Nein! Ah,
Also, oh, du bist jetzt da jetzt beim hier die ganze Zeit wechseln oder was, du holst dir gerade den Schleimschlüssel, ne? Ich habe keine, ja, irgendeinen Schlüssel. Ja, vorsichtig geht Link die Stufen nach oben und betritt den Schicksalsacker, auf dem bist du gerade. Dummerweise hatte Richard nicht gesagt, wo auf dem Schicksalsacker der Schlüssel verborgen ist. Link beginnt, die Büsche zu entfernen und zu graben. Schnell stellt sich heraus, dass unter einigen Büschen tief Abgründe verborgen sind. Link tastet sich mit extremer Vorsicht weiter voran, hält sich immer außen und gelangt so an sein Ziel. Graben muss ich auch noch? Nö, es hat keiner gesagt. Doch. Achso, ja, am Ende. Vor der Eule. Aha. Einmal. Es hat keiner gesagt. Hast du doch vorgelesen. Da ist die Eule. Ah, oh, hier wird gebuddelt. Lecko Checko, da ist er. Geil. Ist doch geil. Puh. Da hat er ihn. Mit dem Schleimschlüssel öffnet sich das Tor in der Urunga-Steppe. Geiler Schleimschlüssel. That's what she said. Da findest du dann das Nixenglöckchen in der Teufelsvilla. Das machen wir jetzt. Nachdem Link von König Richi endlich den Schleimschlüssel erhalten hat, kann er sich aufmachen, das Geheimnis der Teufelsvilla zu enträtseln. Zunächst nähert sich Link von Süden der Villa, um das Schloss zu öffnen, um dann von Osten her Insel